Das Reich der Franken, das Merowingerreich und sein Verfall. Untertitel: Wie die Franken mit den Römern verfahren, fränkische Stämme, die blutige Einigung durch Chlodwig, Reichsgründung und Reichsteilung, Fortsetzung der Eroberungspolitik durch die Söhne Chlodwigs, der Sturz der thüringischen Macht, Ende des Burgunderreiches, beginnender Verfall, wilder Kampf im Königshause, die Reichsversammlung in Paris. Viel härter als bei der Landnahme der Ostgermanen, welche die Römer in ihren alten Rechten duldeten und sie nur eines Teiles ihrer Besitzungen beraubten, härter noch als bei den Langobarden ging es am Rheine zu, wo die Franken eindrangen. Hier wird nicht lange Fehlerlesens gemacht. Die Franken brauchen Land für ihr zahlreich gewordenes Bauernvolk und dieses Land haben die Römer. So brechen die fränkischen Stämme über den Rhein und holen es sich allmählich. Was von der früheren Bevölkerung nicht flüchtet, wird unbarmherzig ausgemerzt. So grausam dies für den Augenblick, so segensvoll wird es für die Zukunft. Denn hier gibt es nun niemand mehr, der alte Rechte geltend machen, niemand, der auf den Tag der Vergeltung lauern kann. Nach zwei Generationen sitzt das Geschlecht der Eroberer so fest auf der neuen Scholle, als hätte sie ihn immer gehört, und das alte Unrecht ist begraben mit denen, die es erlitten haben. Auf dieser Landnahme beruht auch die brutale Schollenkraft der Franken, die einen Chlodwig, der als Mensch tief unter Theoderich steht, das feine Konzept des Ostgotenkönigs so lebensgefährlich bedrohen lässt. Theoderich wirkt hier wie ein hochorganisierter Einzelner gegenüber der Namenlosigkeit und beinahe mystischen Kraft des hinter Chlodwig stehenden fränkischen Bauernvolkes. Die Frankenstämme dringen, im Norden die Salier an der Jissel, in der Mitte etwas zurückgegliedert die Ribuarier um Köln und südlich die alten, schon in der besten Römerzeit gefürchteten Chatten über den Niederrhein. Die Chatten stoßen zwischen Mosel und Saar vor und zerstören bald nach der Mitte des 5. Jahrhunderts die Kaiserstadt Trier. Vor diesen vordrängenden Scharen weicht die römische Statthalterei Galliens immer mehr nach dem Westen zurück, schließlich nach dem Ende des Aetius, des letzten Römers, in einer verzweifelten Lage. Durch die Burgunder, die Aetius nach ihrer Niederlage 437 in Sabaudia, der Gegend des nachmaligen Burgund in der westlichen Schweiz, am Doubs und an der Saone angesiedelt hat, wie auch durch die Westgoten, ist das letzte römische Gallien vom Weströmischen Reich abgeschnürt, auf sich selbst gestellt, wie ein Waldbaum im gerodeten Land, der jeden Augenblick den fällenden Hieb empfangen kann. Statthalter ist der Römer Syagrius und der ihn fällt der frankische Teilkönig von Tournai, der junge Chlodwig. Der in offener Feldschlacht 486 geschlagene Statthalter flüchtet zu den Westgoten, jedoch Alarich II. Liefert ihn an Chlodwig aus, der ihn unbarmherzig hinrichten lässt. Chlodwig aber, hoch über die Gaukönige seines Volkes emporgestiegen, herrscht nun bereits bis zur Seine. Soissons ist seine Residenz. Er hat die herrenlosen Großgüter eingezogen. In diesen neu eroberten Gebieten hört das fränkische Bauerntum auf, die römische Bauernbevölkerung wird nicht mehr unbarmherzig ausgetilgt. Sie tritt ins Untertanenverhältnis zum König unter ihrem eigenen Recht, die Landschaft Aremorica unterwirft sich sogar durch Vertrag. Das wird für später noch von verhängnisvoller Bedeutung als Quelle der Romanisierung in Verfassung, Sitte und Sprache. Die Ribuarier nimmt Chlodwig gegen die Alemannen in Schutz. In einer blutig hin und her wogenden Schlacht bei Zülpich 496 werden die Alemannen besiegt und müssen die Oberhoheit des Franken anerkennen. Sie verlieren zugleich ihr linksrheinisches Land bis auf das Elsass und rechts des Rheines werden sie durch eine fränkische Einwanderung im Maintal stark eingeschränkt. Einige ihrer Gaue haben sich damals von Theoderich in Graubünden ansiedeln lassen. Die Franken haben sich durch ihren Sieg einen gefährlichen Konkurrenten vom Leibe geschafft und sich zugleich in der Siedlung wieder nach rückwärts gegen das altgermanische Land gewendet.
Dadurch werden Kräfte gebunden, die, in Gallien angesiedelt, das Land stärker hätten eindeutschen können. Doch ist dadurch auch eine Verstärkung des fränkischen Bauernlandes, Kraftquelle für die Zeit eines Verfalls, zustande gekommen. Angeblich aufgrund eines Gelöbnisses in der Bedrängnis der Alemannenschlacht wird Chlodwig Christ, und zwar durch den Einfluss seiner burgundischen Gemahlin Clotildis und wohl auch des Erzbischofs Remigius von Reims, zugleich Katholik. Er tritt mit 3000 Getreuen in Reims über. Von da ab ist er in seinem Einfluss auf seine Untertanen, besonders die römischen, gestärkt, zugleich aber auch der stille Teilhaber an allen Unternehmungen gegen die arianischen Germanen. Die römischen Untertanen der Westgoten werden zu ihm neigen, was ihm den Kampf gegen dieses Kernvolk sehr erleichtern wird. So wird er Fanghund des Katholizismus und Römertums gegen seine arianischen Volksgenossen. In seiner Taufe wurzelt aber auch die starke Stellung der späteren französischen Herrscher als der allerchristlichsten Könige, obwohl sie selbst ihrem Ahnherrn Chlodwig getreu zumeist alles mehr als von Herzen Christen gewesen sind. Nun wendet sich der Katholik Chlodwig gegen seine burgundischen Verwandten, und nachdem er bei Dijon Sieger geblieben, folgen ihm die Burgunder in dem Kampf gegen die Westgoten, der schon als Religionskrieg geführt wird. Trotz des Einschreitens des Theoderich, das ihm einen Teil der in der Schlacht bei Volant erstrittenen Siegesbeute entreißt, erstreckt sich das Reich des Chlodwig danach bereits von der Garonne bis zum Lech. Ein Reich, das ihm allein gehört. Denn alle Gaukönige, die ihm früher gleichberechtigt waren, alle die Siegbert, Chararich, Cloderich, Ragnachar und Richard, hat er beseitigt, mit einer Hinterlist, die eines Cesare Borgia Künste an Brutalität erreicht, an Erfolg übertrifft. Er hat sie ausgerottet und seine eigene Familie entvölkert, um Alleinherrscher zu sein. Kein König der Völkerwanderung ist erfolgreicher als er, weil ihm keiner an Brutalität erreicht. Die alte Gleichheit der Freien im Volke ist durch diesen Herrscher für alle Folgezeit zerstört. Er und die Kirche sind die Erben der einstigen Freiheit, hat doch dem König die Eroberung des romanischen Provinziallandes die Machtfülle des Kaisers über die da selbst wohnende Bevölkerung gebracht und strahlen von hier auch gegen seine germanischen Untertanen ein stärkeres Herrenrecht und entschlossener Unterordnungsdrang aus, hat doch die Kirche durch den König reichste Landgaben erhalten und ist seine einflussreiche Helferin in der Durchsetzung königlicher Autorität geworden. Bei seinem Tode im Jahr 511 teilt Chlodwig sein Reich unter die vier Söhne Theoderich, Clotar den I., Childebert und Clodomar. Das germanische Land fällt dabei an Theoderich, den begabtesten unter den Brüdern. Er herrscht in Metz. Unselige Bluttaten in Thüringen geben ihm Anlass, dieses mächtige Reich anzufallen. Sein Bruder Clotar und die Sachsen helfen ihm dabei. Der Thüringer König Hermanifred erliegt dem Ansturm bei Ronneburg südlich Hannover, bei Orum an der Oker und bei Burgscheidungen 531. Thüringen wird den Franken botmäßig und muss zu seinem Nordgau, das Land zwischen Harz und Elbe, an die Sachsen, das Mainland an die Franken abtreten. Neue fränkische Siedlerscharen dringen in dieses Tal vor, das nun vollends fränkisch wird. Die Thüringer verlieren aber auch an die Slawenland, das Gebiet östlich der Saale. Ja, sogar über diesen Fluss hinweg dringt slawisches Siedlungsland vor. Es ist eine schwere, lange nicht mehr gut gemachte Einbuße des deutschen Volkes. Die übrigen Brüder des Theoderich haben schon vor dem Thüringer Feldzug die Burgunder neuerdings besiegt und 531 ihr Gebiet kurz danach völlig dem Frankenreich einverleibt. Nach dem Zusammenbruch der Ostgotenherrschaft kann sich der Franke auch das südgallische Gebiet erobern. Der Sohn des früh verstorbenen fränkischen Theoderich ist der verwegene Theudebert. Wir kennen ihn von seinem zweideutigen Auftreten in Venetien während des Todeskampfes der Ostgoten. Auch Bayern wird von ihm abhängig und nur sein früher Tod hindert ihn, seine Waffen auch gegen Ostrom zu wenden.
Unter ihm erwirbt Ostrasien, so heißt das von ihm beherrschte fränkische Ostreich, auch die Gegend um den Bodensee. Mit seinem Tode 548 aber erlischt die erobernde Kraft des Merowingerhauses, an dem sich unbarmherzig wie selten in der Geschichte der Fluch innerer und äußerer Entartung vollzieht. Chlodwigs Nachfolger bringen das Kunstwerk fertig, die Meintaten des Ahnherrn noch zu übertreffen. Zum Vergleich mit den Freveln des Tantalidenhauses hat den Enkeln und Urenkeln des Frankenkönigs nur der Kannibalismus der Pelopiden gefehlt. Für dieses wilde Geschlecht gelten die Goethe-Worte der Iphigenie: Es schmiedete der Gott um ihre Stirn ein ehern Band. Rat, Mäßigung und Weisheit und Geduld verbarg er ihrem scheuen, düstren Blick. Zur Wut ward ihnen jegliche Begier und grenzenlos drang ihre Wut umher. Wenn aber für die ersten Merowinger noch die weiteren Worte gelten, zwar die gewaltige Brust und der Titanen kraftvolles Mark war seiner Söhne und Enkel gewisses Erbteil, so war dieses Erbteil unter den späteren Nachkommen völlig verbraucht und schließlich hat der Adel des Deutschen Reichsteiles die Entarteten unter eine Art Vormundschaft gestellt und sie dann im Kloster verschwinden lassen. Was haben diese Unseligen nicht alles getan? Brudermord, Verwandtenmord, hinterlistigen Treuebruch und grausame Hinrichtung, Ausrottung ganzer Zweige des Königshauses. Als Clodomar an der Seite seiner Brüder gegen die Burgunder fällt, werden seine Söhne von den tückischen Oheimen umgebracht. Mitten im Thüringer Krieg unternimmt Theoderich einen allerdings misslungenen Mordanschlag auf Clotar, den mit ihm verbündeten Bruder. Theudebert wieder entgeht nur mit Not den Henkern, die seine Verwandten geschickt haben. Aber alles wird überboten durch die Abscheulichkeiten, die unter den Söhnen Clotars geschehen und als Streit der Fredegunde und Brunhilde in der Geschichte stehen. Brunhilde, die westgotische Gattin des Siegbert von Ostrasien, steht gegen Fredegunde, die Kebse ihres Schwagers Chilperich. Diese hat ihren Geliebten zur Ermordung der rechtmäßigen Königin Geilswinter, der Schwester der Brunhilde, verleitet. Fredegunde wird von Chilperich dann geheiratet. Nun tobt aber in Wechselhass und wechselseitiger Blutrache ein furchtbarer Familienstreit, der beinahe das ganze Haus der Merowinger vernichtet. Fredegunde, allen Übels Urheberin, ist 597 gestorben. Brunhilde aber, durch das Erlebte zur Unheilstifterin geworden, bereitet ihren alten und neuen Feinden Verderben. Schließlich fällt sie im Kampf um das Erbrecht ihres Urenkels Siegbert in die Hand Clotars, des Sohns ihrer Todfeindin Fredegunde. Im Jahr 613 wird sie nach scheußlichen Foltern als eine 80-Jährige hingerichtet. Von allen Merowingern ist nur noch Clotar übrig, denn von den Urenkeln der Brunhilde hat er drei töten lassen, der vierte und letzte ist dem Tod entflohen, um nicht mehr aufzutauchen. Clotar einigt 613 bis 629 zum zweiten Mal das ganze Reich. Aber er darf nicht mehr selbstständig walten. Der neue Adel des Frankenreiches hat sein Recht angemeldet und beschneidet die Machtfülle des geschwächten und kompromittierten Königtums. Woher kommt diese Oberschicht, da doch die Franken seit Beginn der Merowingerzeit keinen Adel mehr gehabt, nur Freie, Liten, also Grundhörige und Knechte? Durch die Erwerbung großen Grundbesitzes, durch Kriegsdienst im Gefolge des Königs, auch durch Ausübung eines Amtes ist ein Adel entstanden, der geistliche und weltliche Würdenträger umfasst und durch ein dreimal höheres Wehrgeld von der Masse der übrigen Freien geschieden ist. Auch Römer vermochten sich auf diese Art, wenn auch mit geringerem Wehrgeld, in den Adel Eingang zu verschaffen. Die Zahl der fränkischen Freien jedoch hat sich gemindert, denn der Freie muss sich im Kriege selber ausrüsten und verpflegen. Die Feldzüge aber sind immer langwieriger geworden. Stellt sich nun ein Freier unter den Schutz eines großen Grundherrn, so ist er seiner Sorgen enthoben, allerdings mit Minderung seines Rechtes. Auch wirtschaftliche Not treibt Freie zu ähnlichem Schritte.
Zudem lockt das Land, das die Großgrundbesitzer zu vergeben haben und das gerne übernommen wird, auch gegen eine gewisse, zunächst kaum fühlbare Abhängigkeit. So hebt sich über die Masse der Freien der neue Adel mächtig empor. Auch ist die Kirche durch gewaltige Schenkungen und durch erlangte Erbschaft vieler Bauernhöfe mächtigster Grundherr geworden. Als Edictum Clotari wird auf einer Reichsversammlung 614 ein wichtiges Gesetz beschlossen. Besonders die Kirche gewinnt hier an Macht. Freie Wahl der Bischöfe, die der König nur mehr bestätigt. Die Kirchengüter werden zu Immunitäten, das heißt, ihre Besitzer dürfen die königlichen Rechte ausüben und die königlichen Einkünfte für sich erheben. Die Kirche erhält ein gewisses Aufsichtsrecht über die weltlichen Beamten, die Bischöfe werden zum Teil von der weltlichen Gerichtsbarkeit befreit. Im Frankenlande wird fortan jedes Volk nach seinem Recht gerichtet, also die Personalität des Rechtes. Die Stammesrechte haben zum Teil bereits ihre Aufzeichnung gefunden, das der Salier und Schamaven unter Chlodwig, das der Ribuarier unter Childebert II., das Alemannische unter Clotar II., das Bayerische unter Dagobert, noch später das Thüringische aufgezeichnet. Die Romanen werden nach ihrem Recht gerichtet. Als Ausüber der königlichen Gewalt, die noch immer das oberste Richteramt, die Aufbietung des Heerbannes und den Schutz des Volkes umfasst, ist statt der entarteten Herrscher immer mehr der jeweilige Majordomus oder Hausmeier, das ist der Vorstand der königlichen Hofverwaltung, dem die Hofämter unterstehen, hervorgetreten. Je mehr bei der fortschreitenden Verwurzelung des Reiches der Hof des Königs den Staat verkörpert, umso mehr wachsen Ansehen und Geltung der Hausmeier. Ihnen gehört die Zukunft, denn sie sind berufen, das Reich aus seinem Verfalle wieder aufzureißen. Zweitens, die Hausmeier und Karl der Große. Untertitel: Pippin von Landen, Sturz und Wiederaufstieg der Pippiniden, Karl Martell wehrt die Araber ab, Neuerstarkung des Reiches und das Auftreten Winfrieds, Pippin schickt den letzten Merowinger ins Kloster, der Papst kassiert den Dank, Unterliegen der Langobarden, Politik der Bertrader nach dem Tode Pippins, Bruderzwist, Karl der Große bricht mit den Langobarden, der erste Sachsenkrieg, Ende des Langobardenreiches, Eroberungskrieg gegen die Sachsen, über die Pyrenäen nach Saragossa, die Entscheidung in Sachsen, Tassilo ins Kloster verbannt, Vernichtung des Awarenreiches, Ende des Sachsenkrieges, die Kaiserkrönung eine Überrumpelung durch den Papst, Auseinandersetzung mit dem oströmischen Kaisertum, der Kaiser und sein Hof, Sorge um die Nachfolge, Minderwertigkeit Ludwigs, der Tod des Kaisers, Weiterleben in der Sage. In den immer wieder vorgenommenen Reichsteilungen zerfällt das Merowingerreich in drei Einzelreiche, die durch nationale Besonderheit voneinander getrennt sind. Das germanische Ostland ist Ostrasien, dem auch die abhängig gewordenen Bayern und Thüringer zugehören, weitaus der wertvollste und militärisch der bedeutendste Reichsteil. Neustrien umfasst das romanische Gebiet mit geringerer germanischer Siedlung, das Land um Paris und südwärts zu den Pyrenäen. Ein südlicher Teil, das rein romanische Aquitanien, wird immer selbstständiger. Das Land an der Rhone mit den immer mehr romanisierten Burgundern heißt Burgund. Verdienst der ostrasischen Adelsfamilien, der Pippiniden und Arnulfinger, ist es, diese Reichsteile nochmals geeinigt und die damals furchtbarste Gefahr für das Abendland, den Arabersturm, der eben die Westgoten vernichtet, abgewehrt zu haben. Sie sind bereits beim Ende der Brunhilde die mächtigsten Herren, Pippin von Landen, auch Pippin der Ältere genannt, und Arnulf, der Bischof von Metz. Sie bekräftigen ihre Freundschaft durch einen Ehebund der Kinder. Began, Pippins Tochter, wird mit Ansegisel, dem Sohn Arnulfs, vermählt. Pippin der Mittlere ist der Sohn dieser Verbindung. Die beiden Freunde übernehmen für den jungen Dagobert, den Sohn Clotars, die Regentschaft.
Die Ostgrenze ist damals durch das seltsame Slawenreich des fränkischen Kaufmanns Samo bedroht, der König bei den Tschechen geworden ist, die Awaren besiegt und die Slowenen zu seinem Reich gebracht hat. Die Franken werden von ihm bei Vogastisburg 630 geschlagen, die Thüringer können sich nur mit Hilfe der Sachsen eines Einfalls der Sorben erwehren. Als Samo stirbt, ist aber der ganze Zauber vorbei und erst 2 Jahre später taucht wieder ein Slawenreich auf. Die Hausmeierwürde bleibt fortan geradezu erblich. Nach und eine Zeit auch neben Pippin waltet sein Schwiegersohn Ansegisel, dann Pippins Sohn Grimoald. Da der Majordomus, dessen Macht immer mehr wächst, alle Rechte des Königtums wahrt, muss er mit der Fronde des Adels rechnen, worunter besonders die Hausmeier Neustriens zu leiden haben. Ein Versuch Grimoalds, den rechtmäßigen König stürzend, seinen eigenen Sohn Childebert zum König zu erheben, scheitert durch die Erhebung des Adels. Vater und Sohn werden an Chlodwigs II., König von Neustrien und Burgund, Witwe ausgeliefert und von dieser 662 hingerichtet. Erst nach fast einem Menschenalter kommen die Pippiniden, begünstigt durch die unausgesetzten Wirren in allen Reichsteilen, wieder auf. Gewalttätig herrscht in Neustrien und Burgund der Hausmeier Ebroin, der auch nach Austrasien hinübergreift. Gegen ihn erhebt sich an der Spitze des austrasischen Adels, nun Herzog der Franken genannt, Pepin von Heristal, Ansegisels Sohn und Enkel des Pippin und Arnulf. Obwohl er zunächst unterliegt, kann er nach den fürchterlichen Wirren, die in Neustrien und nach der dann erfolgenden Ermordung Ebruins ausbrechen, von der Kirche begünstigt und des austrasischen Adels sicher entscheidend eingreifen. Nachdem er bei Tertri 687 den westfränkischen Adel niedergeworfen, gebietet er allein über das Reich. Seinen Sohn Grimoald macht er zum Majordomus von Neustrien, den zweiten Drago zum Majordomus von Burgund. Das Reich atmet auf. Pippin bringt durch Heerzüge gegen die germanischen Nachbarn die alte Abhängigkeit wieder in Erinnerung. Das Ansehen, wenn auch nicht die alte Machtfülle des Reiches, stellt er wieder her. Unter ihm wird die fränkische Kirche durch die angelsächsische Mission erneuert. Willibrord bringt die Bekehrung der Friesen, am Main erleidet bei den Ostfranken Kilian den Märtyrertod. Ehe Pippin der Mittlere 80-jährig stirbt, lässt er sich durch seine Gattin Plektrudis bestimmen, seinen einzigen noch lebenden, allerdings unehelichen Sohn Karl, das Kind der Alpheit, zu enterben und den Theudoald zum Hausmeier zu ernennen. Dieser aber ist noch ein Kind, ebenso wie die damals regierenden Merowinger. Die herrschsüchtige Plektrudis regiert. Sie lässt den Stiefsohn Karl in Köln gefangen halten, aber gegen sie erheben sich die Neustrier und vor Köln, wohin sich Plektrudis mit dem Schatz geflüchtet, erscheinen plündernd die Sachsen, zu denen die Friesen stoßen. Aus der Haft entkommen greift Karl ein. Als Plektrudis den Königsschatz den Neustriern übergibt, wird Karl erst recht der Führer der Austrasier. Er überwindet bei Vinci die Neustrier 717 und verfolgt sie bis vor die Tore von Paris. Dann ergibt sich ihm Plektrudis in Köln und der Fehler des Pippin ist ausgeglichen. Das Land der Sachsen verheert Karl bis zur Weser, die Friesen müssen zur Ruhe zurückkehren. Dann wird er rasch mit dem noch feindseligen König der Neustrier fertig. Bei Soissons besiegt, muss dieser zu Eudo von Aquitanien flüchten. Schließlich versöhnt er sich mit dem Geschlagenen gegen Anerkennung als Hausmeier des gesamten Reiches. Nun beginnt erst recht seine große Zeit. Er ist der Schöpfer eines neuen fränkischen Heeres, das er aus seinen Vasallen bildet. Diese hat er gewonnen, indem er aus dem Riesenbesitz der Kirche, er umfasst bereits ein Drittel des gesamten Frankenlandes, weite Ländereien einzieht und als Beneficium, also als Lehen, zu lebenslänglichem Besitz an seine Dienstmannen gibt. Dafür müssen sie ihm nun mitsamt ihren eigenen Vasallen bewaffneten Zuzug zu Pferde leisten.
Diese Neugestaltung, beruhend auf dem Treueverhältnis der altgermanischen Gefolgschaft, wird als Lehenssystem Grundlage des Staatsaufbaus im Mittelalter. Bald zeigt sich der Weitblick der Reform, denn ohne diese Vermehrung der Reiterscharen wäre man dem Arabersturm nicht gewachsen gewesen. Seit 720, wo sich die Muselmänner in den Besitz von Narbonne in Südfrankreich gesetzt, erfolgen fortdauernd Plünderungszüge. Eine Zeit schlafen die Schrecken ein, da Eudo Schwiegervater des Araberführers Othman wird. Als aber dieser durch einen schärferen Wind aus Damaskus seiner Vermittlerstelle verlustig geht, bricht es noch Ärger los. Bei Arles erliegt Eudo gegen angeblich 400.000 Araber und Mauren, die unter Abderrahman heranrücken. Er muss zu Karl flüchten, den er bisher bekämpft hatte. Dieser rückt mit seinem ganzen Heerbann, auch mit dem Aufgebot der rechtsrheinischen Germanen, zum Schutz des fränkischen Nationalheiligtums St. Martin bei Tours heran. So weit sind schon die Feinde vorgeflutet. Südlich der Vienne, beiderseits der Straße von Tours, kommt es zum Kampf. Die schwer gerüsteten austrasischen Scharen halten dem Pfeilhagel der Araber stand. Als die Franken am nächsten Tag die Entscheidung erwarten, die der Erste noch nicht gebracht hat, finden sie den Feind geflüchtet, das Lager und unermessliche Beute ihr eigen. Abderrahman aber liegt auf dem Schlachtfeld. So ist zwischen Tours und Poitiers durch die Kraft des deutschen Volkes, von dem damals alle Stämme mitgefochten haben mögen, der furchtbare Ansturm 732 gebrochen worden. Gewiss können der nicht genügend verfolgten Angriffswelle der Araber noch eine zweite, noch mehrere folgen, aber es ist das erste unerbittliche Halt für den Islam in Europa, der erste schwere Niederlage auf offenen Felde, das Scheitern des besten Elans und der sichersten Zuversicht. Karl jedoch hat sich wirklich als Martell, das ist der Hammer, erwiesen. Das Reich ist wieder gefestigt. In Bayern schreitet er zweimal ein, erzwingt die Huldigung und setzt Odilo als Herzog ein. Erfolgreich kämpft er mit den Friesen, einige Sachsengaue werden bereits tributpflichtig. Nur gegen einen seiner Nachbarn zieht der tapfere Held nicht zu Felde. Es sind die Langobarden, gegen die ihn der Papst aufhetzen möchte. Damals hat ihr tüchtiger König Luitprand 712 bis 744 das Exarchat von Ravenna, die Pentapolis und die Landschaft Emilia erobert. Durch den Papst aber ließ er sich bewegen, von einem Angriff auf Rom Abstand zu nehmen. Ja, er schenkte ihm die Stadt Sutri. Jedoch der Papst lohnt ihm mit Verrat und Aufwiegelung der Südherzoge. Zweimal bringt er Spoleto und Benevent zum Abfall. Der überfromme Luitprand aber lässt sich wieder und wieder vor Rom zur Umkehr bewegen. Trotzdem sieht der Papst mit Hass auf die Langbärte. Karl Martell aber lässt sich nicht missbrauchen. Dafür erscheint auch der Heerband der Langobarden unter ihrem König zur Hilfe, als die Araber im Jahre 739 noch einmal mit gewaltigen Massen die Rhone aufwärts ziehen. Ihr Erscheinen bewirkt den Abzug der Feinde. Unter Karl Martell erfolgt die Bekehrung der deutschen Stämme durch den Angelsachsen Wünfried, genannt Bonifatius. Schon Ende des 6. Jahrhunderts sind die ersten Sendboten, es waren Irländer, zu den Alemannen gekommen, Columban und sein Schüler Gallus. Iren hatten auch bei den Bayern und Franken gewirkt. Der Angelsachse beginnt bei den Friesen, zunächst ohne viel Erfolg. Er lässt sich nun vom Papst für Deutschland bevollmächtigen. Seine Kirche ist zum Unterschiede von der schottisch-irischen, die eine Eigenkirche war und die Richtung zur Nationalkirche in sich trug, durchaus römisch. Winfried steht in ununterbrochener Verbindung mit Rom, wo er noch zweimal 722 und 738 gewesen ist. In Thüringen und Hessen beseitigt er die irisch-schottische Kirchenorganisation, führt die römische ein oder bekehrt die noch heidnische Bevölkerung. Bei Geismar hat er die berühmte Donaueiche gefällt. Er bringt zahlreiche angelsächsische Mönche und Nonnen nach Deutschland. 732 ernennt ihn der Papst zum Erzbischof, jedoch noch ohne festen Bischofssitz. Herzog Odilo lädt ihn nach Bayern.
Auch hier reformiert er und gründet die Bistümer Salzburg, Freising, Regensburg und Passau. Noch stärker ist die Unterstützung, die der Angelsachse durch die Nachfolger Karl Martells erfährt. Er kann die Bistümer Würzburg und Eichstätt in Franken, Erfurt in Thüringen, Buraburg mit Kloster Fritzlar in Hessen gründen. Auch die westfränkische Kirche reformiert er und fordert die von Karl Martell eingezogenen Kirchengüter zurück. Die Sprache Winfrieds ist sehr energisch. 744 lässt er durch seinen Schüler Sturmi das Kloster Fulda gründen, bald eines der reichsten Klöster Deutschlands und ein Sitz großer Gelehrsamkeit. 4 Jahre später wird Bonifatius als Erzbischof in Mainz eingesetzt. Den fanatischen Glaubensprediger treibt es trotz seiner mehr als 70 Jahre noch einmal aus der Ruhe seines Bischofssitzes heraus zu den Friesen, wo er sein Missionswerk begonnen hatte. Hier erleidet er im Jahre 754 mit 52 Getreuen den wohl heiß ersehnten Märtyrertod. In Fulda findet er seine Ruhestätte. Das Auftreten des Bonifatius in Deutschland hat die schönen Ansätze einer Nationalkirche zerstört. Die letzten Jahre der Tätigkeit Winfrieds erfolgen bereits unter den Nachfolgern Karl Martells. Der große Staatsmann ist 741 gestorben. Seine beiden Söhne teilen sich in die Verwaltung des Reiches. Karl Mann übernimmt Austrasien, Pippin das übrige Reichsgebiet. Nur da sie einig sind, können sie das großartige väterliche Erbe behaupten. 742 kämpfen sie gegen die Alemannen und gegen die Aquitanier. 743 zwingt Pippin den Herzog Odilo zur Anerkennung der fränkischen Lehenshoheit und zur Abtretung des bayerischen Nordgaues, das Gebiet nördlich der Donau. Und wieder müssen die Alemannen niedergehalten werden. Im Jahre 743 erheben die beiden Brüder wieder einen Merowingerkönig, obwohl es in der letzten Zeit Karl Martells keinen mehr gegeben hat. Sie treten auch in der Frage der Kirchengüter eine Art Rückzug an. Noch ist die Stellung der Arnulfinger nicht hinreichend stark. 4 Jahre später kommt es zu einem seltsamen Geschehen. Karl Mann verzichtet auf seine Herrschaftsrechte und geht nach Monte Cassino in Italien, also ins Kloster. Angeblich aus Gewissensbissen, weil er den Heerbann der Alemannen an der Mündung der Rems in den Neckar habe umstellen und 746 niedermetzeln lassen. Waren die Franken, besonders der harte Karl Mann, auf einmal so zartfühlend? Seine Frau und Söhne, von jeder Teilnahme an der Macht ausgeschlossen, sind dann geflüchtet, sehr bezeichnenderweise zu den Langobarden. Pippin waltet weiter im Reiche. Nach dem Tode Odilos setzt er dessen jungen Sohn Tassilo als Herzog in Bayern ein, wofür dieser den Treueid nicht nur dem Frankenvolke, sondern auch Pippin und seinen Söhnen leistet. Mündig geworden muss er den Eid wiederholen. Der Majordomus will König werden. Bezeichnenderweise bittet er den Papst um die Billigung. Dieser hat dazu nicht das Recht, aber er nimmt es in Anspruch, hat sich doch sein Ansehen sehr gehoben, viel auch durch die Tätigkeit Winfrieds. Wenn der heilige Kolumban oder Ruprecht Heiden bekehrten, geschah dies zur höheren Ehre Gottes, bei Winfried aber stets auch zur höheren Ehre des Papstes. Vielleicht war er auch Vermittler der seltsamen Königsmacherei. Pippin wendet sich an den Papst mit der Frage, wer die Krone tragen solle, der wirklich König sei oder der nur die Würde besitze, ohne etwas zu leisten. Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein. Zacharias, einer der schlauesten Päpste, gibt den gewünschten Bescheid und Childerich, der letzte Merowinger, muss mit seinen Kindern ins Kloster, um hier zu verschwinden. Die Kirche macht bei den Franken auf Geheiß des Herrschers die Gegner unschädlich. So sind die Klöster in der Merowinger- und Karolingerzeit gewissermaßen Konzentrationslager für gefährliche Untertanen geworden. Kein Zweifel aber, dass die Kirche eines Tages für so viele geleistete Hilfe, Vergütung und Gegenleistung verlangen wird, zunächst in ihrem Streit mit den Langobarden, dann aber in Form stärkeren Einflusses,
endlich der Anerkennung der kirchlichen Vormacht. In den Vorgängen dieser Zeit wurzeln letztlich die späteren Sorgen der Salier und Hohenstaufen. Für seine Krone wünscht Pipin den feierlichen Akt der Salbung durch den Erzbischof von Mainz, eben Bonifatius. Es ist die erste Salbung bei den Franken. Das Amt des Majordomus schafft der neue König ab. In unangenehmer Sache meldet der Papst die Dankforderung an. Er fordert Hilfe gegen die Langbärte und erscheint selbst, um die Abweisung unmöglich zu machen. Feierliche Ehrung leitet den Empfang ein. In Querci wird dann Pipin noch einmal gesalbt. Dann soll es zum Krieg gegen die Langobarden gehen, die alten Freunde seines Vaters. Es ist selbst für den skrupellosen Pipin kein leichter Entschluss. Auch die Großen des Reiches sind keineswegs dafür. Bonifatius und der Papst werden schwere Mühe gehabt haben, die Sache zu drehen. Aber sie bringen noch weit mehr nach Hause. Pipin schenkt dem Papste, der ihn zum Schutzherrn durch Verleihung des Titels Patricius Romanorum ernennt, zu dem Duktat von Rom, in welchem er bereits herrscht, das Exarchat von Ravenna und ein Stück Land, das beide Gebiete miteinander verbindet. Dieses Versprechen von Querci, nach der Überlieferung noch weitgehender, ist die Rechtsgrundlage für den Kirchenstaat geworden. Um den Besitz aber noch wirkungsvoller zu begründen, verfasst ein römischer Geistlicher im dritten Viertel des 8. Jahrhunderts dann die sogenannte Konstantinische Schenkung, nach der Kaiser Konstantin dem Papste Silvester den Besitz Roms, Italiens und des Abendlandes überlassen haben soll. Es ist eine Fälschung von weltgeschichtlichen Folgen und jahrhundertelanger Geltung. Vor dem Aufbruche nach Italien erscheint in letzter Stunde ein Todgeglaubter, um seine warnende Stimme zu erheben. Karlmann ist aus dem Kloster geflohen und wendet sich gegen den Krieg. Im Handumdrehen aber wird er durch kirchliches Einschreiten vom Sohne Martells und ehemaligen Hausmeier zum desertierten Mönch erklärt, der nach kirchlichem Recht nicht gehört werden darf, sondern rasche Bestrafung durch noch strengere Internierung findet. Damit er in sicherer Hut steht, kommt er in ein fränkisches Kloster nach Vienne, wo der rüstige Krieger auffällig rasch schon im Jahre 754 gestorben ist. Was hat ihn so schnell hinweggeräumt? Für Pipin ist der Weg frei und er ist ihn energisch gegangen, ohne allzu hart mit den Langobarden zu verfahren. König Aistulf, der eben noch Ravenna erobert hat, der schon drohend vor Rom stand, unterliegt bei seinem Angriff auf das weit überlegene Frankenheer und muss, in Pavia eingeschlossen, einen Vertrag mit dem Sieger eingehen, in welchem er die eroberten Plätze ausliefert und auf den vom Papst geforderten Zins verzichtet. Kaum aber sind die Franken über die Alpen zurückgekehrt, als Aistulf vor Rom erscheint. Die Stadt vermag den ersten Anstürmen zu trotzen und unglaublich rasch sind die Franken wieder zur Stelle. Die Langobarden erliegen neuerdings am Fuße des Monzenis und wieder muss Aistulf nach Pavia zurück und im Herbst 756 wieder kapitulieren. Nun muss er die fränkische Oberhoheit anerkennen und einen jährlichen Tribut versprechen. Pipin aber erneuert nach seinem Siege die Schenkung von Querci an den Papst. Zu einem neuen Feldzug gegen die Langbärte kann sich dann der König nicht mehr entschließen, obwohl auch diesmal die Langobarden die Bestimmungen des Friedens nicht ausführen. Aistulf ist übrigens ein Jahr nach seiner Niederlage durch einen Sturz vom Rosse gestorben. Pipin lässt die Dinge im Süden gewähren, obwohl hier der neue König Desiderius um sich greift und wieder zu Kräften kommt. Entscheidendes ist durch das fränkische Eingreifen in Italien geschehen. Die Einigung des Landes, die durch Aistulf vor der Verwirklichung stand, wurde verhindert. Italien kann fortan keinen Schwerpunkt gewinnen. Der neu gegründete Kirchenstaat, der einen Raub an den Rechten des byzantinischen Kaisers darstellt, kostet immer wieder in der Folge die Knochen der deutschen Untertanen, damit der päpstliche Machtanspruch durchgesetzt werden kann.
Zuerst die fränkischen Herrscher, dann die Deutschen, sind so in die italienischen Verhältnisse verwickelt worden und das Ende war für unsere Geschichte nur beklagenswert. Die letzten Regierungsjahre Pippins gehören der Sicherung des Reiches im Süden. Aquitanien, dessen Herzog Weifa sich trefflich wehrt, soll wieder einverleibt werden. 8 Feldzüge sind notwendig und erst als Weifa ermordet wird, kann Pippin obsiegen. Ist es das alte Westgotenblut, das sich da so hartnäckig gewehrt? Der Sieg ist teuer errungen, denn die Langobarden haben sich inzwischen wieder fast unabhängig gemacht und mitten während des Feldzuges hat der trotzige Bayer Tassilo den Rückmarsch in sein Land angetreten und auch ferner an dem Kampfe nicht mehr teilgenommen. Er hat sich mit der Langobardenprinzessin Liutberga vermählt. Wieder spinnen sich vom Bayern über die Tiroler Berge enge Verbindungen zu dem benachbarten Germanenvolke. Stehen die beiden einmal gegen die Franken zusammen, dann wird der Kampf ungleich gefährlicher sein als etwa 754 oder 756. So mögen Pippin, als es mit ihm 768 zum Sterben kommt, schwere Sorgen gedrückt haben. Die Großen, die er zu sich berufen, geben in St. Denis ihre Zustimmung zur Nachfolge der beiden Söhne des Königs, Karlmanns und Karls, die das Reich so teilen sollen, dass jeder von ihnen am Rheinlauf und damit an den abhängigen Germanenfürsten Anteil habe. Was mag der König empfunden haben, wenn er bedachte, dass die beiden Söhne nicht gut zueinander standen, beide harte Köpfe besaßen, nicht zur Bruderliebe geneigt? Mochte er nicht an ein stilles Kloster, an einen stillgemachten Mann gedacht haben, der sein Bruder und treuer Feldzugsgefährte war? Sein Nachfolger Karl, 768 bis 814, Karlmann ist schon nach 3 Jahren gestorben, wird einer der mächtigsten Herrscher der Geschichte. Wenn wir die einzelnen Stationen seiner Erdentaten betrachten, so mögen andere Große der Welt weitere Züge und größere Räume durchmessen haben, rascher aber von der einen Unternehmung zur anderen ist keiner von ihnen geeilt, kaum einer ist glücklicher in allen seinen Aktionen gewesen als er. Vielfältigste Feldzüge, vielfältige Reisen, ein Eroberer und Fundator in allem, was er angreift, Eroberer von Land, Gütern und Wissen, Fundator der Einheit des deutschen Volkes, Fundator der Pflege der deutschen Sprache wie des Studiums der Antike. Begründer aber auch des Kaisertums der Germanen mit seinen verhängnisvollen Wechselbeziehungen zwischen Kaiser und Papst. Er ist eine der stärksten und fortwirkendsten Persönlichkeiten, die das deutsche Volk hervorgebracht hat. Nach dem Tode Pippins hält eine Zeit seine Witwe Bertrada die beiden uneinigen Söhne Karl und Karlmann zusammen. Sie erreicht, verbündet mit dem fränkischen Adel, die Vermählung ihrer beiden Söhne mit den langobardischen Königstöchtern Desiderata und Gerberga. Der Papst Stephan ist vergebens mit Beschimpfungen des Langobardenvolkes wie mit versteckten Drohungen gegen diesen Ehebund Sturm gelaufen. Bald aber offenbart sich, dass die Mutter die Einigkeit der Söhne nicht zu erhalten weiß. Karl braucht bei einer aquitanischen Erhebung Hilfe, der Bruder gewährt sie nicht. Obwohl der König trotzdem mit den Aquitaniern fertig wird, ist doch die Freundschaft der beiden zerbrochen. Karl bricht mit Desiderata und schickt sie schimpflicherweise ihrem Vater zurück. Im selben Jahre, 771, stirbt Karlmann und seine Witwe flüchtet mit ihren beiden Söhnen nach Pavia, da Karl ihr Erbrecht beiseite geschoben hat. Gerberga und Desiderata treiben den empörten und gedemütigten Desiderius zur Rache. Er fordert vom Papst, dass er die Söhne Karlmanns salbe. Als dieser es verweigert, rücken die Langobarden wieder vor Rom. Wiederum vergebens, denn Karl kommt rasch dem Papste zu Hilfe. Der Hilferuf erreicht den König im Felde. Er hat im Jahre 772 den Krieg gegen die Sachsen durch eine Reichsversammlung beschließen lassen. Noch im selben Jahre ist er zum Kampf aufgebrochen. Er erobert die Eresburg und lässt die Irminsul, das sächsische Nationalheiligtum, zerstören. Das hochgehaltene, mit Weihgeschenken geehrte hölzerne Denkmal war ein Abbild der Weltesche Yggdrasil. Die Engern,
gegen die der erste Feldzug gerichtet war, erlangen aber Frieden, da Karls Vermittlungsversuch in Italien gescheitert ist, er also ins Feld muss. Mit zwei Heeren rücken die Franken in Italien ein. Das eine unter Karl selbst geht über den Monzenis, das andere führt sein Oheim Bernhard über den seither St. Bernhard genannten Jovisberg. Die Langobarden, die am Ausgang der Pässe an den Flussklausen den Angriff abweisen wollen, unterliegen trotz ihrer Tapferkeit. Desiderius wendet sich nach Pavia, sein Sohn Adalgisus mit Gerberga und den Karlmannssöhnen wirft sich nach Verona. Aber Karl bringt beide Festungen zu Fall, doch vermag Adalgisus nach Byzanz zu entkommen. Gerberga indes mit ihren Kindern verschwindet aus unseren Augen. Bestenfalls haben sie in einem Kloster lebenslängliche Haft gefunden. Noch vor der Kapitulation des Desiderius findet Karl zu einem Besuche in Rom Zeit, wo ihn Papst Hadrian mit großen Ehren als Patricius begrüßt. Dafür erreicht er die Bestätigung der Pipinschen Schenkung. Desiderius verliert seine Krone. Auch ihm öffnet sich das Kloster. Karl aber nimmt den Namen König der Franken und Langobarden an. Er belässt also die eroberten Gebiete als ein Reich, das nur durch seine Person mit dem Frankenreich verbunden ist. Nach Süden wendet sich der Vorstoß der Franken nicht. Der Herzog von Spoleto unterwirft sich wohl, aber der von Benevent bleibt die ganze folgende Zeit unabhängig. Ohne eine Flotte wäre die Eroberung wohl kaum rasch vonstatten gegangen, hätte auch den Zusammenstoß mit Byzanz gebracht, den der König jetzt nicht brauchen kann. Das alte Langobardenreich ist tot. Die Langbärte sind dem Schwert der Franken wie dem Hass der Päpste erlegen, der sie verfolgt, seit sie nach 200-jährigem Zaudern spät, zu spät, ihre Hand nach der ewigen Stadt ausstrecken. Dieselben Langobarden, deren Königin Theudelinde den herrlichen Domschatz von Monza, der von ihr selbst erbauten Kirche gestiftet, deren König Grimoald zu Ehren des Erzbischofs Ambrosius ein großes Kloster gegründet, nur einige Gaben aus vielen, wurden vom Papst Stephan in einem Brief an die Frankenkönige eine treulose und stinkende Nation genannt, die nicht einmal zu den Nationen gerechnet wird und von der gewiss die Aussätzigen ihren Ursprung haben. Die Langobarden sind das Beispiel eines durch die Propaganda des Papsttums zerbrochenen Volksschicksals. Wir werden in der deutschen Geschichte erschütternde Gegenstücke dazu erleben. Im Norden ist der Krieg mit den Sachsen erneut losgebrochen. Über den Volksstamm, der als einziger unter den Deutschen noch an seinem alten Glauben und ebenso zäh an seiner alten Art und seinem alten Boden festgehalten hat, seit den Tagen des Tacitus nur wenig sein altes Siedlungsgebiet verändernd, bricht nun der Eroberungskrieg herein. Die Sachsen haben im Frieden noch kein Oberhaupt, nur im Kriege wird, und dies durch das Los, ein Herzog gewählt. Indes, das ist die große Merkwürdigkeit der sächsischen Zustände, besteht eine Art Repräsentativverfassung, gewissermaßen ein Vorläufer der späteren Parlamente, in dem alljährlich zum Marklo an der Weser aus jedem Gau je 12 Vertreter jedes Standes, des Adels, der Frielinge, also der Freibauern, und der Liten, der Hörigen, zur gemeinsamen Beratung zusammenkommen. Zwischen diesen Ständen, auch zwischen dem Adel und den Frielingen, besteht ein Eheverbot bei Todesstrafe. Und der Adel genießt ein vielfach höheres Wehrgeld als die Freien. Die Sachsen zerfallen rein geografisch in die vier Stämme der Engern an der Weser, der West- und Ostfalen, westlich und östlich von ihnen, und der Nordalbingier zwischen Elbe und Eider. In rassischer Hinsicht werden sie nordisch und fälisch gewesen sein. Das ungeheuer erstarkte Frankenreich braucht Sicherheit an den Grenzen und die Sachsen sind immer unruhig, gerne zum Kampfe bereit. Überall ist die Frankenherrschaft über den Rhein gegangen, die Lücke im Norden muss noch ausgefüllt werden. Der Krieg gewinnt über die Reichsnotwendigkeit hinaus zugleich den Charakter eines Religionskrieges mit allen Grausamkeiten, die den Religionskriegen stets in der Welt eignen. Hier wirken die Autorität und der Fanatismus eines Bonifatius nach. Wir halten in der ersten Generation nach seinem Tode.
Der Reformator der fränkischen Kirche, der Bekehrer der Thüringer und Hessen, hat eine religiöse Stimmung entfesselt, die noch der Generation Karl Martells fremd war. Mit Leidenschaftlichkeit wird der Angriff geführt. Die Sachsen verteidigen ihren Glauben und ihre alten Götter, indem sie ihre Freiheit verteidigen. Wenn wir auch heute noch bei diesem Kampfe mit dem Herzen auf ihrer Seite stehen, wenn wir als Kinder, gleichgültig welchen Stammes, unser Herz bluten fühlen, als wir vom Fall der Irminsul, vom Sturz der Donaueiche lasen, vom Ende der sächsischen Freiheit, so ist es zunächst die tiefe Ergriffenheit, die jeden erfasst, der den Kampf eines Volkes für seine Freiheit und sein Recht beobachtet, das ewige Lobpreisen dessen, der für seine Hausaltäre kämpfend ein Beschirmer fiel, ehrt den Sieger größere Ehre, ehret ihn das größere Ziel. Es ist aber auch die aus den Tiefen des Gemüts dringende Empfindung für den Glauben unserer Altvorderen, der uns heute noch ergreift als die Jugend- und Heldenzeit unseres Volkes. Und doch ist kein Zweifel, die sächsische Freiheit musste sinken, um ein höheres, die deutsche Einheit gestalten zu helfen. Ohne die Unterwerfung der Sachsen wären die deutschen Stämme, der christliche Teil im fränkischen Weltreich und der heidnisch-altsächsische immer weiter auseinandergekommen. Das Sachsenland wäre ohne die furchtbare Gleichschaltung Karls des Großen vielleicht gar nicht zu einer Gemeinschaft mit den übrigen Deutschen gelangt. Das deutsche Volk aber wäre eines seiner wertvollsten Teile, vielleicht seines damals gesündesten, beraubt worden. Schmerzlich jedoch bleibt die Verbindung von Eroberung und Glaubensvergewaltigung. Schmerzlich, dass der alte, artgemäße Glaube nicht der Predigt und dem Märtyrertum erlag, sondern innerlich noch lebend mit dem Schwerte des Siegers ausgerottet wurde. Die Sachsen haben sich, um über die Einzelphasen des Kampfes hinweg gleich auf das Ergebnis zu blicken, über 30 Jahre bis zum Jahre 804 heldenmütig zur Wehr gesetzt, bis sie schließlich dem erbarmungslosen, stellenweise sogar unmenschlichen Druck ihrer überlegenen Gegner erliegen mussten. Es ist sehr die Frage, ob Karl ohne den Bekehrungszwang nicht rascher zum Ziel gekommen wäre. Wertvollstes Blut wäre erspart geblieben. Jedenfalls aber, durch die Unterwerfung der Sachsen wie auch der Bayern entstand aus dem Fränkischen das deutsche Volk. Als Karl von Italien zurückkehrt, da die Sachsen den Rachekrieg begonnen haben, entschließt er sich zur Unterwerfung und Christianisierung dieses Volkes. Der ganze fränkische Heerbann wird auf ihr Land geworfen, das durch seine Bodenbeschaffenheit, durch seine Sümpfe und Wälder, durch seine schlechten Wegverhältnisse kein leichter Gegner ist, ganz abgesehen von der überlieferungsmäßigen Tapferkeit seiner Bewohner. Dem Feldherrn Karl sind sie aber nicht gewachsen. Die Lippe aufwärts, dem alten Eroberungswege der Römer folgend, dringt er vor, nimmt die Eresburg und auch die Sigiburg, das ist Hohensiburg an der Ruhr. Im Bukigau, also in Bückeburg, lassen sich viele vornehme Sachsen taufen. Es ist der Beginn des Abfalls der Adligen von der Volkssache. Aber schon 776 ist ein neuer Feldzug nötig, die Eresburg muss wieder zurückerobert werden. Ein Jahr darauf wird der erste Reichstag im Sachsenlande in Paderborn abgehalten. Hier mögen bereits jene brutalen Gesetze erlassen worden sein, die ein Dokument des Ausrottungskrieges genannt werden müssen. Jedes Vergehen gegen die junge christliche Kirche in Sachsen wird mit dem Tode bedroht. Jede Verschwörung gegen sie oder gegen den König, jede Unterlassung der Taufe, jeder Bruch der Fastenordnung. Selbstverständlich, dass die wildeste Empörung losbrechen musste, besonders bei dem schwerflüssigen fälischen Volksteile, der, das bäuerliche Element bildend, am treuesten an der alten Überlieferung festhält und ohne viel die Opfer, die er bringen muss, zu wägen, den Kampf auch einen bei vernünftiger Überlegung aussichtslosen aufnimmt. Wie 1809 die Tiroler unter Andreas Hofer stehen allenthalben die sächsischen Bauern unter ihrem Führer, dem zähen Westfalen Widukind, gegen die fränkischen Verfolger auf, gerade als der König in der Ferne auf neuem Kriegszuge weilt. Mit der Unterwerfung der Engern und Westfalen hatte Karl den Krieg als beendet angesehen. Er weilt in Spanien.
Auf dem Reichstage von Paderborn war eine Gesandtschaft der Mauren erschienen, den großen Frankenkönig gegen die eigenen Glaubensgenossen anzurufen. Seit den Tagen Pippins ist dort manches anders geworden. Der Islam ist durch die Mordtat des Abul Abbas gegen die Omeyyaden gespalten. In Spanien werden die abbasidischen Mauren von Abderrahman bedrängt. Ihnen zu helfen geht Karl 778 über die Pyrenäen. Zwei fränkische Heere greifen an. Pampeluna, Saragossa und Huesca fallen. In diesem Augenblick kommt die Hiobsbotschaft aus der Heimat. Die Sachsen sind von der Lippe, der Ruhr, der Lahn her am Rheine erschienen, nachdem sie überall Klöster und Kirchen zerstört. Am Rheine abgewiesen sind sie eben daran, über die Hessen und Thüringer herzufallen. Fulda ist bedroht. Karl muss zurück. Seine Nachhut wird in den unheimlichen Gelände der Pyrenäen von den räuberischen Basken unter ihrem König Lupus überfallen. Sie wird nach der Sage in der Bergschlucht von Roncal niedergehauen. Neben angesehenen Führern ist unter den Gefallenen auch der Graf Ruotland von der bretonischen Mark, der Held der französischen Rolandslieder und des deutschen Rolandsliedes aus dem 12. Jahrhundert. Rasch ist Karl wieder auf dem sächsischen Kriegsschauplatz. Er wirft die Sachsen bei Bocholt an der Ahr und dringt von Neuem die Huldigung der Westfalen, Engern und Ostfalen erzwingend bis an die Weser und Oker. Wieder lassen sich viele Adlige, die wohl zuerst die Unüberwindlichkeit der fränkischen Macht erkennen und deren Machtstellung bei der Eingliederung nicht leidet, taufen. Die fränkische Heeres- und Gerichtsverfassung wird eingeführt, neue, strenge Strafen werden verkündigt und auch die geistliche Einteilung des Landes wird vollzogen. Reichstag von Lippspringe 780 und 782. Und wieder hält der König den Krieg für beendet. Er wendet sich nach Italien, wo er seinen zweiten Sohn Pippin zum König der Langobarden, den dritten Ludwig zum König von Aquitanien salben lässt. Die Macht der Franken wächst auf der Halbinsel immer mehr. Ein langobardischer Widerstand in Friaul ist zusammengebrochen. Karl wird jetzt auch in römischen Angelegenheiten bemüht. Der Papst ist ihm durchaus ergeben. Auf die Nachricht von einem Einfall der Sorben lässt Karl Pippin als König in Italien zurück und wendet sich gegen die neue Erhebung. Die Sachsen weist er an, neben einem ostfränkischen Heere gegen den Feind vorzugehen. Da steht Widukind nochmals auf. Ehe sich noch ein zweites Frankenheer, das nun in Sachsen einrückt, mit dem ersten Bedrohten vereinigen kann, wird dieses bei einem unbesonnenen Angriff von den Sachsen am Berge Süntel 782 vernichtet. Vier fränkische Grafen fallen. Was aber nun geschieht, gehört zu dem entsetzlichsten unserer Geschichte. Karl erscheint mit einem mächtigen Heere an der Weser und vollzieht ein grauenhaftes Blutgericht an dem ihm vom sächsischen Adel ausgelieferten Teilnehmern an der Erhebung. Er lässt in einer beispiellosen Tat des Zornes 4.500 Sachsen nach dem Buchstaben des Blutediktes zu werden an der Aller enthaupten. Das Ende aber ist wieder ein anderes, als Karl erwartet. Eine allgemeine Erhebung erfolgt und die Franken geraten in schwere Bedrängnis. Jedoch ihre bessere Bewaffnung und das Feldherrentalent des Königs siegen. Bei Thiot Malus und an der Hase unterliegen im Jahre 783 die Sachsen. Aber selbst im nächsten Jahre wird noch gekämpft. Bis zur Weser dringt Karl vor, auch im Winter lässt er das Sachsenland verheeren, er selbst überwintert auf der Eresburg. Im Jahre 785 stößt der Franke bis zur Elbe vor. Der sächsische Widerstand bricht nun zusammen. In der fränkischen Pfalz Attigny erscheint selbst Widukind, die Taufe zu empfangen und sich zu unterwerfen. Der Adel des Sachsenlandes gibt den Kampf auf. Die Bauern aber haben noch 20 Jahre weiter gestritten. Und was für Opfer haben sie gebracht? Wir gehen hier gleich über die Unterbrechungen des Ringens hinweg, seinem für die Verteidiger so bitteren Ende entgegen. In den Jahren 794 bis 797 erheben sich die Sachsen von Neuem. Sie wollen den fremden Priestern den anbefohlenen Zehent nicht zahlen. Sie wollen nicht auf den Heerzügen des Schlechters von Pferden verbluten.
Der König beginnt 795 mit der rücksichtslosen Verpflanzung von tausenden Sachsenfamilien in das Innere des Reiches. 50.000 Menschen sollen so ihren Wohnsitz gewechselt haben, so alle Bewohner des Wichmodiggaues zwischen den Mündungen der Elbe und Weser. Es entstehen die Ortsnamen mit dem Stamme Sachsen. Überall rücken in die verlassenen Siedlungen Franken oder rechtzeitig zum Sieger übergetretene Sachsenfamilien ein, in Holstein auch Slawen. Noch bis 804 haben sich die Nordalbingier gewehrt. Gegen sie hat Karl nicht nur mehrere Frankenheere, sondern auch Awaren und Abodriten zu Hilfe gerufen und den Wenden dafür verödetes Sachsenland als Kaufpreis gegeben. So siedeln von da ab Slawen auch westlich der Elbe. Neben Ostholstein erhalten sie Wagrien und das hannoversche Wendland. Nun ist es im Sachsenland still, allerdings die berühmte Stille des Kirchhofs. Karl gewährt den Überwundenen die rechtliche Gleichstellung mit den Franken. Auf dem Boden des Sachsenlandes entstehen die Bistümer Münster, Minden, Paderborn, Osnabrück, Hildesheim, Bremen, Verden und Halberstadt. Köln und Mainz sind die Erzbistümer für sie. Die Sachsen aber mussten das Schwerste lernen, das es in der Welt gibt, sich abfinden mit dem Untergang dessen, wofür man so lange tapfer gekämpft. Nicht viel später als ein Menschenalter entsteht im Sachsenlande der Heliand, der das Leben des Heilands schildert, aber echt deutsch erfasst, ganz in deutsche Welt und deutsches Empfinden hineingestellt. Es gehört dann zu den schönsten der deutschen Geschichte, dass kaum 100 Jahre nach der Niederlage aus dem zertretenen Lande der Begründer des Deutschen Reiches hervorging und der Aderlass von Verden völlig überwunden war. Im 10. Jahrhundert sind die Sachsen die Führer. Zu gleicher Zeit, als Widukinds Widerstand zusammenbrach, erfüllte sich das Schicksal des Bayernherzogs. Tassilo lebte seit den letzten Jahren Pippis in seinem Lande unabhängig, bestrebt, auch seiner Kirche die Unabhängigkeit zu sichern und sie in der Verbreitung zu fördern. So entsteht 769 Innichen in den Südtiroler Bergen. 8 Jahre später erbaut er unfern der Grenzmark seines Gebietes Kremsmünster. Mit dem Herzog wetteifert sein Adel und es entstehen die Klöster Scharnitz, Tegernsee und Schliersee. Zugleich mit dieser tief ins heidnische Slawenland eindringenden Christianisierung geht die Verdeutschung des Südostens. Durch Kreuz und Schwert werden die Südslawen zurückgedrängt, die in der Zeit der Völkerwanderung tief in die Alpen vorgedrungen waren. Von Karl trennen den trefflichen Regenten seine langobardische Gattin Liutwerda und sein Freiheitsdrang. Aber der Herzog ist in seinem Hass bei halben Maßnahmen stehen geblieben. Er trotzt untätig aus der Ferne, er duldet den Fall seines Schwiegervaters Desiderius, die günstige Zeit zum Handeln, als der Frankenkönig bis zu den Ohren in Schwierigkeiten und Kämpfen steckt, lässt er verstreichen. Nun ist es zu spät. Nun kann das Weitertrotzen ihn nur den Thron kosten. Wohl hat er zu Worms 781 den Treueid geleistet, war aber grollend und zweideutig geblieben. Karl aber braucht sichere Verhältnisse im Bayernlande. Tassilo erscheint vor einer Wormser Reichsversammlung, wohin er geboten worden, nicht. Nun lässt der König gegen ihn marschieren. 3 Heere sollen die Tore ins Bayernland aufbrechen. Pippin über Bozen und den Brenner, Karl längs der Donau auf Augsburg los, Sachsen und Thüringer vom Norden her. Vor dieser Gefahr bricht der Bayer zusammen. Es bleibt ihm nichts übrig als die Unterwerfung. Aber er versucht, von seiner Gattin angestachelt, auch nachher noch gegen Karl zu arbeiten. Es spinnen sich Fäden nach Byzanz, wo der Langobarde Aldaldis die Gunst des Kaisers gefunden hat, nach Benevent zu den benachbarten Awaren. Als der König durch Verrat von diesen Plänen hört, befiehlt er den Herzog eilends vor einer Reichsversammlung in Ingelheim und lässt den Ahnungslosen verhaften. Das Königsgericht verurteilt ihn zum Tode, Karl wandelt das Urteil 788 in Klosterhaft um. Tassilo verschwindet mit seinem gesamten Hause im Dunkel der Zelle.
Im Jahre 794 lässt der König, als durch die neue Phase des Sachsenkrieges, durch religiöse Streitigkeiten, welche die Gemüter erregen, und auch sonst Unruhe das Reich durchzittert, den gestürzten und zum Mönch geschorenen Bayernherzog vor der Frankfurter Reichsversammlung erscheinen. Tassilo bittet fußfällig für den Hochverrat, dessen er sich selber bezichtigt, um Verzeihung und verzichtet für sich und seine Erben auf Bayern. Politisch ein meisterhafter Schachzug, menschlich aber ein Vorgang von nicht zu überbietender Grausamkeit, zeigt diese Schändung des für die Welt gestorbenen Mannes, mit welchen Mitteln der große Karl arbeitete. Mit Tassilo sind die Agilulfinger endgültig aus der Geschichte verschwunden. Nun kommt die Abrechnung mit den Awaren. Die erfolgreiche Abwehr ihrer im Zusammenhang mit einer Erhebung des Adalgis erfolgten Einfälle genügt Karl nicht. Der Großangriff setzt ein, wieder nach dem siegreichen Brauche des Königs getrennt zu marschieren, aber vereint zu schlagen. Vom Süden her kommt Pippin mit dem Heerbann der Langobarden. Links der Donau marschieren die Ribuarier und die rechtsrheinischen Untertanen, die übrigen Franken aber führt Karl rechts der Donau selber zum Kampfe. Als er von Pippins ersten Erfolgen vernommen, geht er über die wilde Enz, den Grenzfluss zwischen Bayern und Awarenland, und erstürmt den befestigten Ring der Feinde am Kamp. Die Awaren haben ihre Befestigungen in Form seltsamer Ringwälle angelegt. Ein zweiter Ring am Wienerwald fällt. Dann dringt der König bis an die Raab, das feindliche Land verheerend. Aber nun muss er nach Sachsen zurück. Jedoch das Awarenreich ist schon sturmreif gehämmert. Der awarische Tudun bietet im Lager zu Lüneburg die Unterwerfung an. Im Spätherbst 795 bricht Herzog Erich von Friaul in Ungarn ein und überschreitet die zugefrorene Donau. Der Hauptring zwischen Donau und Theiß wird mit stürmender Hand genommen. 796 kann Pippin, der mit dem bayerischen und langobardischen Heerbann einrückt, die Huldigung empfangen. Unermessliche Beute aus jahrhundertelangen Raubzügen ist eingebracht. Die Reste des Volkes siedelt Karl in der Gegend des alten Kernuntum bei Petronell in Niederösterreich an. Hier verliert sich ihre Spur. Deutsche Kolonisten aber rücken an das befreite Gebiet östlich der Enns. Der bayerischen Besiedlung ist nun ein weites Feld eröffnet, die ungarische Tiefebene winkt als köstliches Freiland dem deutschen Volke. Es ist eine Schicksalsstunde des Südostens. Karl hat die Ernte der Schlachten eingebracht. Auf dem Reichstag von Paderborn 799 darf er sich als Schiedsrichter des Abendlandes fühlen. Er hat die Streitigkeiten englischer Teilfürsten geschlichtet, die Huldigung des Königs von Asturien empfangen. Der Papst, der in Rom überfallen, misshandelt und gefangen gehalten worden war, ist hilfeflehend auf dem Reichstag erschienen. Der Herzog von Spoleto hat ihm auf der Flucht Aufnahme gewährt, aber nur Karl kann ihn wieder nach Rom zurückführen. Auch erscheint aus weitester Ferne die Gesandtschaft des mächtigen Harun al-Raschid aus Bagdad, um dem Frankenkönig die freundschaftlichen Grüße des Kalifen zu entbieten, ja ihm die Schutzgewalt über die heiligen Stätten zuzugestehen. Dem Papste zu helfen, eilt der König nach Rom. Im November des Jahres 800 in der ewigen Stadt angekommen, führt er Leo III., nachdem sich dieser durch einen Reinigungseid gerechtfertigt, wieder in sein Amt. Kurz darauf, beim Weihnachtsgottesdienste, setzt dem betenden Karl der Papst Leo, wie überliefert wird, überraschend eine Krone auf, worauf ihn die Geistlichen und die Römer als Kaiser und Augustus mit einer Huldigungslitanei begrüßen. Der Papst aber huldigt ihn auf den Knien. Wie Karls Biograf Einhard versichert, wird der Kaiser überrascht. Er habe erklärt, er würde an jenem Tage trotz des hohen Festes die Kirche nicht betreten haben, wenn ihm die Absicht des Papstes vorher bekannt gewesen wäre. Andererseits ist eine völlige Überraschung kaum denkbar. Die Umgebung Karls, in der sich Männer wie der Angelsachse Alkwin befanden, wohl auch er selbst,
mögen den Gedanken der Kaiserkrönung erwogen haben, der ja auch auf der bonifatischen Linie lag und auch der Idee des Gottesstaates des Augustinus von Hippo, den Karl durch Alcuin kannte, aus dem er sich gerne vorlesen ließ, entsprach. Ein Haupt über der geeinigten Christenheit, ein Reich des Glaubens und der Gerechtigkeit. An eine Legitimierung seiner Machtstellung Byzanz gegenüber hat der Franke wohl kaum gedacht. Für einen Herrscher, der die Besieger Ostroms, die Langobarden, überwunden, dem der Papst als dem Schutzherrn von Rom fast Untertanen gehorsam entgegenbrachte, kam dies nicht in Frage. Gut begreiflich aber ist es, dass dem Kaiser die plötzliche Krönung durch den Papst peinlich gewesen. Das Kaisertum konnte so als eine Gabe des Papstes erscheinen. Die Krönung war dann geradezu eine Umkehr der Lage, war doch der Papst vor dem Weihnachtsfeste noch ein schwerer Vergehen beschuldigter und der Kaiser hatte ihm in einer unangenehmen Lage Hilfe geleistet. Nun aber hat derselbe Papst Karl vor aller Welt die gewaltigste Würde des Abendlandes, die so lang geschlummert, durch die Krönung verliehen. Leo mag irgendwie Kenntnis erhalten haben, dass Karl sich in Rom die Kaiserkrone aufs Haupt setzen wollte. Er kommt zuvor und vermag das Ganze in einen Triumph Roms und in einen fortzeugenden römischen Anspruch zu verwandeln. Zunächst allerdings ist davon nichts zu verspüren, aber das ist stets das Geheimnis solcher Wirkungen. Karl wird fortan ganz besonders auf seiner Hut gewesen sein. Er behauptet seine starke Stellung, denn er hat wirklich, wie Alcuin von ihm sagt, das geistliche und das weltliche Schwert in seiner Hand. Wenn aber einmal ein schwacher Frankenherrscher die Kaiserkrone tragen wird, werden nicht die Ansprüche des Papsttums ins Ungemessene wachsen, um die weltliche Gewalt zu überschatten? Hier ist Saat dem Erdreich anvertraut worden, aus der Unheilsernte schoss, für das fränkische wie für das deutsche Kaisertum. Nach der Kaiserkrönung erstrebt Karl die Anerkennung durch Byzanz. Hat er sie als gleichberechtigter Kollege des oströmischen Kaisers empfangen, dann kann er über den päpstlichen Akt der Krönung hinwegsehen. Er soll erwogen haben, sich mit der griechischen Kaiserin Irene zu vermählen, mit ihr seine fünfte Ehe einzugehen. Es ist nichts daraus geworden und schließlich erreicht Karl auch anders die Anerkennung durch das griechische Kaisertum. Aber bis dahin, bis 812, sind doch etwas ruhige Zeiten gewesen, denn der Kaiser, wer kann ihm das verdenken, ist nach den endlosen Feldzügen ruhebedürftig geworden. Nach der Besiegung der Sachsen und der Kaiserkrönung, diesen beiden bedeutungsvollsten und fortzeugendsten Momenten in der Geschichte Karls des Großen, ist das Gefüge des Reiches nach außen hin gerundet. Die Folgezeit gilt nur noch dem Schutz der Grenzen und dem Ausbau der inneren Verwaltung. Karl errichtet überall dort, wo die Grenzen am strittigsten sind, wo am meisten fremde Völkerschaften gegen empfindliche Stellen des Reiches anprallen können, eigene Verwaltungsgebiete, die nicht der gewöhnlichen Grafengewalt unterstehen, sondern als Marken von Markgrafen geleitet werden, die mit weit größerer Verantwortung auch eine größere Machtvollkommenheit besitzen als die Binnengrafen im Reiche. Sie dürfen selbstständig den Heerbann aufbieten und erhalten auch eine größere Anzahl von fränkischen Vasallen zur Verteidigung des Landes zugeteilt. So entstehen die Marken, die spanische mit Barcelona, die dänische zwischen Eider und Schlei, die sächsische zwischen Elbe und Kiel gegen die Abotriten, die thüringische oder sorbische gegen die Sorben an der Saale, die fränkische im Nordgau gegen die Tschechen, das Land zwischen Wienerwald und der Enns wird als Ostmark ebenfalls einem Markgrafen unterstellt. Pannonische Grafschaften breiten sich noch vor ihr aus. Neben die Sicherung der Landesgrenzen, die den Greisen Karl etwa noch 810 zu einem kriegerischen Zusammenstoß mit dem dänischen König Gottfried führt, tritt die Sorge um die Küsten. Auf ihren leichten, raschen Fahrzeugen greifen seit 799 Wikingerscharen immer kecker die fränkischen Gestade an, im Atlantischen Ozean wie im Gestade des Mittelländischen Meeres. Einmal bei Marseille geradezu vor den Augen des großen Kaisers.
Bei diesem Umsichgreifen der Piraten muss er mit der größten Sorge an die Zukunft denken. So lässt der Kaiser an seinem Lebensabend eine starke Flotte erbauen, sicherlich ein schwerer Entschluss, denn die Franken sind bis dahin immer ein Binnenvolk gewesen. Verfügt Karl aber erst über eine Flotte, dann kann er sich im Süden anders als jetzt durchsetzen, dann kann er auch dem Dänenkönig seine ewigen Feindseligkeiten anders als bis jetzt heimzahlen. Dann kann er ihm in seine Inselwelt nachfolgen und dann wird der Zauber rasch beendet sein. Dann! Ja, welch neuer Umkreis von Aufgaben taucht mit diesem Dann auf? Aufgaben ganz anderer Art, als sie bisher der Kaiser zu lösen gehabt. Eine neue Welt muss vor dem alternden Manne aufgestiegen sein, ähnlich wie einst vor dem altgewordenen Bismarck, als er den Hamburger Hafen besuchte. Karl lässt die Flotte mit all seiner Energie fördern. Ausgefahren ist sie niemals, und Dänemark ist von ihm nicht mehr erobert worden. Karl ist vorher gestorben, und sein Nachfolger hat nicht entferntest die Tatkraft besessen, diese Waffe schlagfertig zu gestalten. Eines Tages werden die fränkischen Küsten eine sichere Beute der Normannen sein. Noch eine andere Sorge wird den Kaiser je länger, je mehr gequält haben. Die Wehrkraft des Frankenreiches sinkt. Zu viel Freie haben sich schon in den Rechtszustand des Hintersassen begeben, um den drückenden Pflichten des Freien, der Teilnahme an den Thingen und der langdauernden Wehrpflicht zu entgehen. Es ist begreiflich. Dieser Kaiser, der fast jedes Jahr irgendwo mit Heereskraft unterwegs war, hat die militärische Leistungsfähigkeit der Franken ganz anders in Anspruch nehmen müssen als irgendein König vor ihm. Karl erkennt die Gefahr. Er sucht den Freien die Lasten der Teilnahme an der Gerichtsbarkeit möglichst zu mildern. Er zieht die Heerbannbuße in milderer Weise ein, sucht die Kriegslasten für die Minderbemittelten zu vermindern. Aber dennoch muss er immer mehr auf das Wehrsystem des aufkommenden Lehenssystems greifen, um seine Heere zu füllen, um die Reiterscharen zusammenzubekommen, die jetzt immer mehr das Bild der Feldzüge beherrschen. Der Bauer scheidet, der Reiter kommt auf. So sehen wir Karl stets neue Lehensgüter vergeben, neuen Grundbesitz verteilen, um die erforderliche Zahl streitbarer Dienstmannen zu erlangen. Ein neuer Wehrstand bildet sich, durch ständige militärische Bereitschaft im Waffenhandwerk trefflich geschult. Aber die alte Musterungsstätte des Maifeldes, einst Volksversammlung und mobilisierte Heeresmacht zugleich, beginnt zu verkümmern. Die fränkischen Heere werden bald nicht mehr die alte, unverwüstliche Kraft besitzen, zumal wenn Karls Nachfolger versagt. Auch hier steigen Wolken auf, die dem scharfen Blick des Kaisers gewiss nicht entgangen sind. Überhaupt, auch dieses Werk trägt den Charakter des Einmaligen, Persönlichen. Ein Reich, das vom Ebro bis zur Schlei, vom Garigliano in Italien bis zum meridionalen Lauf der Donau reicht, dem die Südslawen zinspflichtig geworden sind wie die Wilzen, Sorben, Abotriten und Tschechen im Nordosten, das aber doch so Widerstrebendes vereint, dessen Erhaltung einen genialen Herrscher voraussetzt, der seine Augen auf alles gerichtet hält. Ein Reich, eben erst unter schweren Kämpfen zusammengefügt, wird die Tendenz zeigen, in seine verschiedenen Bestandteile auseinanderzufallen, da ja nicht immer ein Karl regieren kann. Das Schicksal dieses neuen Imperiums steht also stark in Frage, wenn ein rauerer Wind zu wehen beginnen wird. Sein Gepräge als Gottesreich, das ihm einen so feierlichen Charakter verleiht, kann auch nur für eine gewisse Zeit dauern. Tatsächlich ist es ja bereits unter Karls Sohn Ludwig zur Frömmelei entartet und der Staat ein Spielball dabei geworden. Wie fest steht noch alles unter Karl gefügt. Ein Staat, in welchem nichts Wichtiges dem Herrscher entgehen kann, der durch seine Königsboten die zahlreichen kleinen Grafschaften unter ständiger Kontrolle hält und Missbräuchen abhilft. Der nicht von der Kirche beherrscht wird, sondern in seinem Reiche die Kirche restlos beherrscht, der selbst in Fragen des Glaubens entscheidend eingreift. Er hält Synoden der Bischöfe ab, als wären es die Reichsversammlungen seiner Großen. Eine ausgedehnte Gesetzgebung, die sogenannten Kapitularien,
sorgt für alle Fragen der damaligen Zeit. Für die bessere Schulung der Geistlichkeit wird Sorge getragen. Die fränkische Kirche hebt sich sichtbar durch die Bemühungen des Kaisers und der Geistlichen in seiner Umgebung. Karl ist mehr als der Papst, das Haupt der abendländischen Kirche. Selbst zuerst ein ungelehrter Mann hat er für die Wissenschaften das regste Interesse. Mühsam hat er später schreiben gelernt. Seit seinem Aufenthalt in Italien im Jahre 781 zieht er fremde Gelehrte heran, um den Wissenschaften im Frankenlande aufzuhelfen. Der Angelsachse Alcuin wird Leiter der Hofschule für eine neue Generation von Bischöfen und Äbten. Der Langobarde Paulus Diaconus verfasst die Geschichte der Langobarden. Der Westgote Theodulf kommt aus Spanien. Das Frankenland hat diesem Kreis von Gelehrten, der um den Kaiser zu einer Art von Akademie zusammengefasst ist, in Angilbert und Einhard zwei hochbegabte Männer beigesteuert. Man nennt dieses Wiedererwachen gelehrter Studien, die überall auf der Antike aufbauen, die karolingische Renaissance. Von hier sind, besonders durch die Schule von Tours, die mannigfaltigsten Anregungen ausgegangen. Hier haben Männer wie der Fuldaer Abt Rabamus Maurus ihre Ausbildung genossen, die das Empfangene in den deutschen Gauen selbstschaffend weitergeben. Obwohl die lateinische Sprache die eifrigste Pflege findet, sorgt Karl doch auch für Erhaltung und Entwicklung der deutschen Sprache volkstümlicher Werte. Er gibt den Winden und Monaten deutsche Namen. Er beginnt eine deutsche Grammatik, er lässt uralte deutsche Heldenlieder sammeln, gibt zu Übersetzungen Anregung, indem von den Geistlichen verlangt wird, dass sie das Vaterunser und das Credo der Gemeinde deutsch erläutern. Eine Übersetzungsliteratur, erst bescheiden und dürftig, dann umfangreicher, rankt sich empor und das 9. Jahrhundert sieht die ersten deutschen Bibeldichtungen in dem sächsischen Heliand und in dem fränkischen Evangelienbuch Ottfrieds von Weißenburg. Die Taten des Kaisers regen den Geschichtsschreiber an, leider natürlich in lateinischer Sprache. So entstehen die großzügigen Reichsannalen, so Einhards Leben Karls, die erste weltliche Lebensbeschreibung des Mittelalters. Auch die Baukunst findet Pflege, ist aber durchaus von den Lombarden abhängig. Die Zeit ist noch nicht imstande, Eigenes zu geben. Zur Ausschmückung werden die antiken Kunstschätze herangezogen. Es geht so weit, dass selbst die Säulen von alten Bauwerken genommen werden. In Aachen lässt der Kaiser in der Nähe der warmen Quellen die Marienkirche erbauen. Die Pfalzen zu Ingelheim und Nimwegen werden errichtet. Man beginnt, vom Holzbau zum Steinbau überzugehen. Der Kaiser hat keine feste Residenz. Oft aber ist er in den Pfalzen des Rheinlands, die eben erwähnt wurden, besonders in Aachen. Das Wort Pfalz stammt, nur durch Lautverschiebung verändert, von dem lateinischen Worte Palatium, Palast. Bei mannigfaltigster Fürsorge und ewiger Inanspruchnahme findet der Kaiser auch Zeit, für wirtschaftliche Dinge zu sorgen. Seinen Pfalzen schließen sich musterhaft geleitete Meierhöfe an. Er lässt sich bis in das Kleinste vom Stande der Dinge unterrichten. Reichsgesetze greifen belebend ein. Früh drängt sich die Sorge um die Nachfolge auf. Schon 781 hatte Karl eine vorläufige Einteilung geschaffen, als er Pippin Italien Ludwig Aquitanien zusprach. Nun wird in der Teilung von 806 beiden Söhnen der Herrschaftsbereich erweitert, während der Rest dem ältesten Sohne Karl zufallen soll. Nichts mehr vom Kaisertum. Aber der Tod wirft die Berechnungen über den Haufen. 810 stirbt Pippin, 811 Karl. Und das sind die tüchtigen Söhne gewesen. Nun ist nur der wenig taugliche Ludwig übrig. Mit Zustimmung der Reichsversammlung macht ihn der Kaiser 813 in Aachen zum Mitkaiser und Erben. Der Sohn nimmt sich auf Anordnung des Vaters selber die Kaiserkrone vom Altare und krönt sich. Bernhard, einem Sohne Pippins, wird als Unterkönig Italien zugewiesen. Er untersteht der Oberherrlichkeit Ludwigs. Mit dem alten Kaiser aber kommt es zum Sterben.
am 28. Januar 1914, erst 72 Jahre alt, ist Karl in der Aachener Pfalz gestorben. In der Marienkirche, dem heutigen Münster, wird er beigesetzt. Von späteren deutschen Kaisern hat hier Otto III. Seine Ruhestätte gefunden. So geht ein Leben zu Ende, das eingegriffen hat in das Schicksal der deutschen Nation. Ein großer, ein lebenerweckender, ein gütiger Herr den Seinen, der seine Freunde und seine Kinder liebt, ein strenger, aber nach Gerechtigkeit strebender Herrscher, ein Mann, der an sich selbst baut und arbeitet bis in das Alter hinein. Zugleich ein Herrschsüchtiger, erfüllt von der Wildheit des Bezwingenwollens, auch blutdürstig und grausam, wenn er Widerstand erfährt oder Treubruch erlebt. Eine gewaltige Erscheinung, gewiss kein Heiliger. Schon sein Sinnenleben und das Leben am Hofe sind nichts Heiliges gewesen. Trotzdem hat Friedrich I. im Jahre 1165 durch seinen Gegenpapst Paschalis Karls Heiligsprechung erreicht, die dauernd aufrecht geblieben ist. Nach seinem Tode eignet sein Leben der Sage, der deutschen, der französischen, ja sogar, wenn auch schattenhafter, der slawischen. In der deutschen ist er der gerecht waltende Herrscher, der nicht gestorben ist, sondern in den Untersberg bei Salzburg versetzt, auf die Stunde der höchsten Not des Reiches wartet, um entscheidend in einer letzten Schlacht auf dem Walserfelde für sein Volk einzugreifen. Ein Kranz von Dichtungen rankt sich in der Folge in allen von seinen Großtaten betroffenen Ländern um die Person des Mannes, der einer der kriegerischsten Herrscher der Weltgeschichte und einer ihrer glücklichsten gewesen ist. Drittens, das Ende des karolingischen Großreiches, das Ostfränkische Reich. Untertitel: Der unfähige Erbe, Reichsteilung und Beginn des Familienzwistes, neuerliche Krönung durch den Papst, die ehrgeizige Judith, das Kolmarer Lügenfeld und die Vergewaltigung des Kaisers, Wiederherstellung und neuer Streit, Tod Ludwigs und Kampf um die Reichseinheit, Niederlage Lothars und Zerstückelung des Reiches zu Verdun, das Ostfränkische Reich, Lotharingien zerfällt, Normannen- und Slawenkriege, Karl der Dicke nochmals Kaiser des gesamten Reiches, Arnulf von Kärnten kämpft mit Normannen und Slawen, die Magyaren kommen, Ludwig das Kind, der Untergang des bayerischen Heerbands bei Pressburg, Konrad von Franken und sein Kampf gegen die Herzöge, weltgeschichtlicher Entschluss des sterbenden Königs. Jeder Große muss in der Welt dem Schicksal seinen Zoll entrichten. Karl, der so viel gesiegt, hinterlässt, nachdem die Ernte seines Lebens schon geborgen scheint, nur einen unfähigen Sohn. Die Besseren starben vor ihm. Der Beiname des neuen Kaisers tarnt eine völlige Unfähigkeit durch ein zweifelhaftes Lob: Ludwig der Fromme. Nur ein Ludwig der Starke, der Weise, der Gerechte hätte dem uneinheitlichen Reiche den Gefahren drohten Not getan. Der Kaiser aber ist weder stark, noch weise, noch gerecht. Dafür schwach, unklug, unselbstständig, ungerecht, unzuverlässig. Als der typische Reichsverderber steht er in der Geschichte. Hier ist der Beiname der Fromme nur ein Hohn, ein lächerliches Bild der Schwäche, wie er das Erbe Karls sozusagen in einem Sack tragend über die Bühne des Erdgeschehens von seinen Söhnen und seiner Gattin gehetzt wird, von einer Teilung zur anderen, immer wieder verurteilt, andere Willen zu vollstrecken, oft betrogen und wacker selbst betrügend, das große Schicksal eines Reiches zum kleinbürgerlichen Familienstreit erniedrigend, von Erbschleichern umstellt und schließlich im Streite um sein Erbe gestorben. In diesem ganzen Leben findet sich nichts Heroisches, Kaiserliches. Das Ganze ist eher ein tragikomisches Schauspiel. Die Zeichen der Zeit versteht er nicht. Die deuten auf die Bildung eines eigenen deutschen Reiches, frei von der künstlich gewordenen Bindung an die anderen Reichsteile hin. Bayern wird die Kernzelle dieser naturnotwendigen Entwicklung. Der Kaiser arbeitet weder dagegen noch dafür. Er folgt immer dem nächsten Impuls, bis er dann durch seine Ehe mit der schönen Alemannin Judith
aus dem Hause der Welfen gänzlich unter den Einfluss dieser Frau gerät. Wir wollen dieser kläglichen Politik nicht auf allen Stationen ihrer Erbärmlichkeit nachfolgen, nicht jede der so oft umgestoßenen Teilungen verzeichnen. Das Bild ist erschütternd genug, dass sich schon bei der Betrachtung im Großen ergibt. Kaum Erbe des Vaters geworden, lässt sich der fromme Ludwig noch einmal vom Papste in Reims die Krone aufs Haupt setzen. Der Akt der Eigenkrönung, zu dem ihm die politische Weisheit des großen Karl geraten, ist damit 816 entkräftet. Ein Jahr später beginnt er dann schon mit den Teilungen, obwohl er noch nicht 40 Jahre alt ist. Er bestimmt seinen ältesten Sohn Lothar zum Mitregenten und Mitkaiser, den beiden anderen Söhnen aber gibt er Reichsteile zur selbstständigen Verwaltung. Pippin, Aquitanien, Ludwig, Bayern mit seinen Marken. Die Teilungen beginnt er mit Rechtsbruch, denn Bernhard, sein Neffe, wird enterbt. Der Betrogene setzt sich zur Wehr, unterliegt, wird nach Chalon gelockt und hier so grausam geblendet, dass er 3 Tage danach stirbt. Oh, über den frommen Kaiser! Unter dem Einfluss der zweiten Gattin Judith wird die Reichsteilung von 817 umgeworfen. Sie will ihr 823 geborenes Söhnchen Karl auch berücksichtigt wissen und beginnt bei dem schwachen Herrscher ein außerordentlich erfolgreiches Intrigenspiel. Die Brüder wenden sich dagegen, mit Bündnissen, die häufig wechseln, je nachdem der eine oder andere von ihnen sich benachteiligt fühlt oder Vorteile für sich erhofft. Der alte Kaiser, früh erscheint Ludwig schon als der alte hilflose Mann, wird zwischen diesen widerstreitenden Interessen unwürdig hin und her gedrängt, das Reichsschwert immer wieder missbrauchend, um den Gelüsten seiner Begünstigten Folge zu leisten. In diesem Streit haben nur 2 der Akteure ein höheres Recht auf ihrer Seite, Lothar und Ludwig der Deutsche. Dieser klammert sich mit bemerkenswerter Zähigkeit an den zukunftsvollsten Teil des Reiches, an Bayern und die germanischen Gebiete überhaupt. Hier erstrebt er sein Erbe. Lothar wieder kämpft mit der eigenen Sache zugleich für die Idee der Reichseinheit, zusammenzuhalten, was der große Karl in seinen endlosen Feldzügen erobert. Hinter ihm steht, konsequent im Gedanken der Kaiserkrönung, die Kirche, die einen Universalherrscher braucht, um ihre universale Macht unter seinem Schutz aufzubauen. Je wertvoller sie Lothar in seinem Kampfe dient, desto mächtiger steigt sie empor. Aus dem Familienstreit der Karolinger erhebt sich das Papsttum über den Kaiser, der jetzt der Krönung bedarf, nicht mehr daran denken kann, sich selber die Krone aufs Haupt zu setzen. Lothar fand schon 823 für gut, sich in Rom krönen zu lassen. Als 11 Jahre später Ludwig und Pippin ihren durch Lothar tief gedemütigten und durch die Kirchenbuße zum Herrscheramt untauglich gemachten Vater wieder erheben wollen, findet eine neue feierliche Krönung, diesmal in Metz, statt. Dabei schwindet natürlich die Geltung dieses Kaisertums. Der Kaiser steht nicht mehr über den Synoden. Eine Pariser Synode erklärt ganz deutlich, dass die Kirche über dem Kaiser steht. Im Jahre 833 sind alle Söhne der ersten Ehe gegen den Kaiser verbündet. Auch der Papst steht in ihrem Lager, Lothar hat sich ihn eigens aus Italien mitgebracht. Auf dem Rotfelde bei Colmar, seither im Volksmund das Lügenfeld genannt, treffen sich die Streitenden zwischen 2 Heeren und der alte Kaiser wird von seinen Gegnern umgarnt. Sein Heer verlässt ihn, er gerät in die Gewalt des brutalen Lothar. Von diesem wird er so furchtbar gedemütigt, dass eben die neuerliche Krönung notwendig geworden ist. Bald darauf aber vergibt der schwache Mann dem unkindlichen Ältesten und enterbt die treuen Söhne Ludwig und Pippin zu dessen Gunsten. Als Pippin plötzlich stirbt, will nun der Kaiser zugunsten Lothars und des jungen Karl die Söhne des Verstorbenen und Ludwig enterben. Aber der Adel Aquitaniens erhebt sich für sie und in Bayern schlägt Ludwig los. In diesem neuen Kampfe ist dann Ludwig, der Vater, auf einer Rheininsel bei Ingelheim gestorben,
nachdem er dem Sohne Vergebung erteilt, die er in Wirklichkeit von diesem wegen seines wiederholten unväterlichen Verhaltens hätte erbitten müssen. Mit dem Tode des marklosen Frömmlings endet der widerliche Abschnitt aus der Geschichte des Zerfalls von Karls großem Reiche. Nun kommt der selbstverständliche Aufeinanderprall der einzelnen Machtwünsche und Herrschaftsbegierden. Hier winkt Machtentscheidung. Der elende Intrigenkampf um einen schwachen Kaiser, Gatten und Mann ist vorbei. Wenn wir von diesem frommen Ludwig gerne Abschied nehmen, ohne uns viel nach seinem Grab in Metz umzusehen, das eine muss ihm doch noch aufgelastet werden, dass er jene Sammlung uralter Heldenlieder, die Karl hatte aufzeichnen lassen, in pfäffischer Verständnislosigkeit den Flammen übergab. Diese wahrhaft unersetzlichen Denkmäler sind uns auf ewig verloren gegangen. Zwischen den Brüdern muss nun die Entscheidung fallen. Mit Lothar streitet die Einheit des Frankenreiches, mit den verbündeten Brüdern Karl und Ludwig die Zukunft der nationalen Entwicklung der Reichsvölker. Denn längst klafft es im Inneren schwer durch Karls des Großen Reich. Osten und Westen und Süden stehen sich immer fremder gegenüber, fremd in nationaler Hinsicht, je mehr im Westen und Süden die germanische Zunge der Herrenschicht verklingt. Fremd in wirtschaftlicher Beziehung, fremd in der Art der Bestellung des Bodens. Im Osten steht das unerschütterte germanische Volkstum, die Ostfranken, Bayern, Thüringer, Friesen, Alemannen und Sachsen, die Deutschen. Im Westen aber gibt es schon Romanen, auch schon in Italien, wo die langobardische Sprache verklungen ist. Die Germanen haben noch die alte Naturalwirtschaft. Die Romanen in Gallien und Italien aber sind, umgeben von den Mauern der alten Römerstädte, voll daran, in die Geldwirtschaft zurückzukehren, die mit der Völkerwanderung verlassen wurde. Im Osten herrscht noch größtenteils das germanische Ständewesen mit seinen Bauernheeren, während der Westen schon ganz dem Lehenswesen gehört. Kein Netz von Verbindungen bringt die Auseinanderstrebenden zusammen. Die Ansätze unter Karl sind längst verfallen. Seine Nachfolger hatten nur noch für Erbzank Zeit. So muss das karolingische Weltreich zerfallen. Lothar hat es nicht erhalten können. Die Flamme des Bürgerkriegs zuckt im Frankenreich hoch. Schon bedrängt Lothar, sein Kaiserrecht geltend machend und von der Kirche unterstützt, seinen Bruder Ludwig, als Karl im Rücken des Kaisers erscheint. Die Brüder verbünden sich und rücken bei Fontenay, wie zu einem Gottesgericht gegen Lothars Reiterscharen. In beiden Heerlagern misst man der Entscheidung die Kraft göttlichen Urteils bei. Der Kaiser und die Reichseinheit sind 841 die Besiegten des Kampftages. Aber Lothar gelingt es, die Sachsen zu einer Erhebung gegen Ludwig aufzurufen. Die Bauern kämpfen noch einmal für ihr altes Heidentum, diesmal als Bundesgenossen des Kaisers und durch ihn als Bundesgenossen der bonifatischen Reichskirche. So verschiebt die Geschichte mitten in Blut und Ernst Kulissen und Personen, um auf einmal sich selbst ein Satyrspiel vorzumachen, ehe die Tragödie, die unendliche Tragödie des handelnden Menschen weiter abrollt. Wie die Sachsen gegen Ludwig, so werden im Süden die enterbten Pipinsöhne gegen Karl aufgerufen. Die bedrohten Brüder aber schließen sich umso enger zusammen. Bei Straßburg vereinigen sie ihre Heere und bekräftigen das erneute Bündnis durch einen feierlichen Eid, den beide Heere nachsprechen müssen. Es sind die Straßburger Eide von 842, aus deren Sprache deutlich erklingt, dass Osten und Westen des Frankenreiches endgültig auseinanderklaffen. Was die einen schwören, ist ein altertümliches Französisch, was die anderen Althochdeutsch. Die Straßburger Eide sind der erste deutsche Soldatenschwur. Lothar kann sich gegen die vereinigten Gegner nicht halten. Er muss sich immer mehr nach Süden seiner italienischen Machtstellung zurückziehen. Endlich willigt er in Verhandlungen. In Koblenz in der Kastorkirche und dann in Verdun wird getagt. Hier kommt im Jahre 843 der berühmte Teilungsvertrag zustande. Mit der Reichseinheit ist es vorbei. Man teilt das Reich wie drei reiche Erben eine seltsame,
mannigfaltig zusammengesetzte Gütermasse unter sich aufteilen. Wie persönlich es dazugeht, ersehen wir aus der famosen Begründung um des Weines willen, mit der Ludwig der Deutsche ein Stück des köstlichen Rheinlandes erhält. Worms, Mainz und Speyer sind so sein Eigen geworden. Was ist sonst das Fränkische Reich, das da von da ab Ostfränkische heißt? Zweimal ist der Rhein seine Grenze, von abwärts Bingen bis etwa Remagen und nördlich von Selz bis zur Mündung der Aare. Diese ist von oberhalb Bern an Grenzfluss. Sonst aber zieht die Gebietsscheide entlang der Westgrenze des Sachsenlandes, im Süden aber längs der hohen Schweizer Wasserscheiden, im Tirolischen jedoch das Gebiet um Bozen, Brixen und Innichen noch für Ludwig umspannend, um weiter nach dem Osten den Kamm der Karnischen und Julischen Alpen zu folgen, dann südöstlich durch den Kars zur Adria zu streben, von hier an der alten karolingischen Ostgrenze zur Ostsee, Eider und Nordsee entlang. Ludwig der Deutsche besitzt also Bayern mit seinen Gauen, Alemannien ohne das Elsass, aber mit dem Aargau, dem Thurgau und Kurätien. Er besitzt Sachsen und Thüringen, Ostfranken, aber ohne Köln und Bonn. Es ist ein weitgespanntes, nordsüdlich sich erstreckendes Gebiet, das die Wacht gegen die Slawen hält und die ungarische Tiefebene behütet. Karl der Kahle hat zu seinen Aquitanien das alte Neustrien und einen Teil von Burgund mit Chalons hinzugewonnen. Im Norden reicht sein Herrschaftsbereich bis zur Schelde, so dass Flandern westfränkisch wird. Was aber zwischen den beiden Reichen liegt, der schmale nordsüdliche Streif zwischen Rhein und Schelde, Aare und Saone, dann Burgund und Italien, wird Lothars Teil, der die Kaiserkrone behält. Im Norden sind Aachen, Köln, Metz, Trier und Verdun seine Kraftzentren. Das Ganze aber, ein völkisch uneinheitliches Land, heißt wieder recht persönlich Lotharingen. Es ist ein Reich, dessen Nordpfeiler beiden Nachbarn, dem West- wie dem Ostfränkischen Reich, im Wege steht, bestimmt ihnen eines Tages zur Beute zu werden, da er von Italien auf die Dauer nicht verteidigt werden kann. So erscheint am Horizonte von Verdun eine neue Teilung. Ludwig der Deutsche von 843 bis 876 hat sich mit Verdun gegen Lothar durchgepaukt. Rasch wächst die Geltung seines Reiches, da Karl im Westfrankenreich nicht Ordnung zu halten versteht, Lothar aber nach seiner Niederlage zu keiner großen Aktion mehr fähig ist. Als er 855 stirbt, ist sein Zwischenreich in drei Teile zerspalten, da der Kaiser jedem seiner Söhne, Lothar II., Karl und Kaiser Ludwig II., sein eigenes Land hinterlassen hat. So richten sich bei allen Schwierigkeiten im Gesamtbereiche die Augen auf Ludwig dem Deutschen. Ja, der westfränkische Adel, unzufrieden mit Karl, bittet den Deutschen, die Krone des Westfränkischen Reiches zu übernehmen, da dieses sonst ein Raub der Araber werden müsse. Ludwig erscheint und treibt Karl aus. Dieser aber findet eine Stütze an der Geistlichkeit, während der westfränkische Adel Ludwig zu wenig hilft. Nur mit deutschen Truppen, also als erobertes Land, hätte er das Westfränkische Reich behaupten können. So scheitert der Versuch. Die Tatsache von Verdun ist trotz des immer neuen Aufbäumens des Universalreichgedankens nicht mehr zu erschüttern. Wie soll sich Lotharingien, weder rein germanisch noch romanisch, zerspalten in drei Teile auf die Dauer zwischen den beiden fränkischen Reichen behaupten? Außerordentlich rasch erscheint der Augenblick, wo die Nachbarn um sein Schicksal würfeln. Im Jahre 869 stirbt bereits der zweite von Lothars Söhnen, der nach dem Tode seines Bruders Karl auch Burgund in seine Hand gebracht hatte. Der letzte Lothar-Sohn aber ist durch italienische Händel voll beschäftigt. Der Augenblick gehört Karl dem Kahlen, da der Deutsche zunächst durch eigene Sorgen gebunden ist. Karl wird in Metz zum König des Zwischenreiches gekrönt. Aber schon ein Jahr darauf ist auch Ludwig auf dem Plan, und da Karl seit jeher eine Scheu vor der Entscheidung durch die Waffen besitzt, willigt er in einen neuen Teilungsvertrag, der in Mersen bei Maastricht 870 zustande kommt.
Die Maas ist fortan von der Mündung bis nach Lüttich die Grenze zwischen dem Ost- und dem Westfränkischen Reiche. Dann läuft die Grenzlinie durch den Ardennenwald auf die Mosel, die sie über Remich erreicht, und von da entlang der oberen Mosel, die sie an zwei Stellen verlässt, das eine Mal, um die Grafschaft Metz für das Ostfränkische Reich zu umschließen, das zweite Mal, um bis an die obere Marne und die Saonequellen vorzuspringen. Vom Reiche Ludwigs ist nur noch das deutsche Flandern getrennt, aber Friesland hat er gewonnen, dazu das wichtige Metz. Der Rhein ist nun deutsch. Im Süden gehört fast ganz Oberburgund bis zum Neuenburger und Genfer See zum Westfränkischen Reich. Der Vertrag von Mersen ist ein gewaltiger Schritt auf dem Wege zum Deutschen Reiche. Ludwigs Gebiet ist nun weit einheitlicher und geschlossener geworden als früher. Als 5 Jahre nach Mersen der letzte Lotharianer stirbt, sehen wir Ludwig und Karl wetteifernd die Hand nach der Kaiserkrone und Italien ausstrecken. Der Westfranke kommt zuvor und wird 875 durch Papst Johannes den 8. gekrönt. Ludwig bekriegt im folgenden Jahre das Westfränkische Reich, stirbt aber noch 876. Der Deutsche hat viele Jahre seines Lebens den Händeln gewidmet, die sich aus dem Auseinanderbersten des karolingischen Weltreiches ergaben. Einen Großteil seiner Herrschertätigkeit widmet er aber dem Osten, wo es übel genug aussieht. Bei den Mährern hat um 840 Moimir ein Reich gegründet und sich bis 846 gegen Ludwig unabhängig gehalten. Dann kann dieser Rastislav an Moimirs Stelle bringen, der den Treueid leistet. Bald aber machen sich die Mährer wieder unabhängig und bleiben es bis 870. Mit dieser staatlichen Selbstständigkeit verbindet sich in gefährlicher Weise eine kirchliche Neuregelung, indem die beiden byzantinischen Mönche Kyrillos und Methodios am Hofe Rastislavs Schöpfer einer slawischen Bibel und Organisatoren einer Kirche werden, der vom Papst der Gottesdienst in slawischer Sprache bewilligt wird. Für diese gewinnt Methodios auch den slawischen Fürsten Kozel, der um den Plattensee herum mit der Hauptstadt Mosaburg, Saal Lapjugin, das heutige Slaza war, ein kleines Reich besitzt. Methodios wird zum Erzbischof von Sirmium ernannt, ein schwerer Schlag für die fränkische Kirche, der hierdurch der Osten versperrt ist, aber auch für den deutschen Einfluss, der damals Hand in Hand mit dem der Kirche wächst. Die ungünstige Lage im Osten verschärft sich noch, als der verschlagene Svatopluk im Jahre 870 seinen Oheim Rastislav stürzt, anscheinend zunächst im Bunde mit dem König Ludwig, dem er den Entthronten ausliefert, bald aber in tückischer Erhebung gegen die Franken, die einem ostfränkischen Heere das Leben kostet. Svatopluk behauptet sich gegen eine gewaltige, von 3 Richtungen her angesetzte Strafexpedition des Ostfränkischen Reiches. Ludwig muss im Vertrage von Forchheim gegen einige Zugeständnisse moralischer Art die tatsächliche Unabhängigkeit des Großmährischen Reiches anerkennen. Trotzdem ist die drohende Auflösung des Ostreiches abgewehrt. Ludwig gab der Lage Halt. Die Einflussgebiete nach Osten bleiben wenigstens formell für eine bessere Zeit gewahrt. Schweres hat das Reich von den Normannen erleiden müssen. Ludwig hat hier tapfer seinen Mann gestanden, viel Übles verhütet und die Zukunft gerettet. Der Ehrenname der Deutsche gebührt ihm. Der König hatte seinen Lieblingssitz in Regensburg, wo seine Gemahlin das Stift Niedermünster gründet. Auch Frankfurt ist eine begünstigte Pfalz, schon wegen der überaus wichtigen Lage der Stadt, die das nord-südlich gestaltete Reich zusammenzubinden geeignet war. Seine Ruhestadt fand Ludwig in Lorsch. Es ist gut, dass seine Söhne zusammenhalten und durch eine Teilung, die er selber noch vorgenommen, bereits einen festen Tätigkeitsbereich besitzen. Denn gleich nach des Bruders Tode erscheint Karl, immer noch herrschsüchtig wie in seinen früheren Jahren, nun hoffend, das Ostreich als leichte Beute davonzutragen. Aber er stößt bei Ludwig dem Jüngeren, dem die Hut Sachsens und Thüringens anvertraut ist, der rasch mit Heeresmacht am Rheine bereitsteht, auf den Unrichtigen.
Bei Andernach 876 besiegt, muss er seine Hände vom Ostreich lassen. Wieder hat der Nationale über den Einheitsgedanken gesiegt. Karl aber stirbt ein Jahr darauf. Nun bricht Karlmann auf, sich die Kaiserkrone und die Krone Italiens zu holen. Schon zu Pavia gekrönt, schon mit dem Papst wegen der Krönung unterhandelnd, sieht er plötzlich sein Heer durch eine jener Seuchen schwinden, die so oft im Mittelalter die Blüte der deutschen Kraft in Italien dahingerafft haben. Karlmann selbst kehrt durch einen Schlaganfall gelähmt nach Hause zurück. Auch Karls des Kahlen Sohn Ludwig der Stammler ist rasch zum Sterben gekommen. Und wieder reckt sich die Einheitsidee empor. Ludwig der Jüngere erscheint mit reisigen Scharen im Westreich, sich die Krone zu holen. Aber im Osten ergeben sich durch die Krankheit Karlmanns Schwierigkeiten und so lässt sich der deutsche Karolinger bestimmen, gegen Abtretung des westfränkischen Lothringen auf den Thron 879 zu verzichten. Karlmann kann seine Herrschaft in Bayern und Italien nicht mehr ausüben. Ein Jahr darauf weilt er nicht mehr unter den Lebenden. Ludwig der Jüngere verständigt sich mit seinem Bruder Karl, der in der Geschichte den Beinamen der Dicke führt, über die Verteilung des Erbes. In altkarolingischer Art schalten sie die Nachkommenschaft des verstorbenen Bruders aus. Aber Arnulf, der uneheliche Sohn Karlmanns, weiß sich in Kärnten zu behaupten. Zu dieser Zeit entladen sich im Westen des Reiches schwere Gewitter, die teilweise noch schwerer das Westfränkische Reich treffen. Die Normannen oder Wikinger, seefahrende Nordgermanen, deren schnelle Schiffe keine Weite scheuen, sind eine furchtbare Geißel geworden. Das große Frankenreich hat diese von Karl bereits richtig erkannte Gefahr allzu sehr anschwellen lassen. Nie war es möglich, die gesamten Kräfte des Reiches gegen diesen unheimlichen Gegner zusammenzufassen. Nun ist das karolingische Erbe geteilt, aber immer noch zucken die Flammen des Bürgerkrieges durch das weitgedehnte Gebiet, haben sich die neuen Schwerpunkte noch nicht sicher gegründet. Den heidnischen Berserkern ist dies willkommen, die nun Jahr für Jahr wiederkehren, von Jahr zu Jahr zahlreicher, stattlicher, wohlgerüsteter. Früher einzeln verwegene Raubbanden, nun ganze Heere unter Heerkönigen in schimmernder Wehr zum Monate, ja jahrelangen hartnäckigen Kämpfen um die Beute bereit. Sie haben 845 das vom frommen Ludwig gegründete Erzbistum Hamburg zerstört. Der Deutsche vermochte ihrer nicht Herr zu werden. In den 80er Jahren aber erreicht ihre furchtbare Macht und Zähigkeit den Höhepunkt. Wohl siegt Ludwig der Jüngere 880 an der Sambre über sie, jedoch schon ein Jahr später erscheinen die Berserker an der Mündung der Elbe und besiegen den sächsischen Heerbann, an dessen Spitze Bruno von Sachsen, der Schwager Ludwigs des Jüngeren, fällt. Ein zweites Normannengeschwader sucht noch im selben Jahr die Rheinmündung heim und verbrennt die Kaiserpfalz Nimwegen. Ludwig der Jüngere vertreibt sie von hier, aber sie kehren nicht in die Heimat zurück. Sie wenden sich gegen die westfränkische Küste, wo sie bis zur berühmten Abtei Corbie vordringen und fürchterlich hausen. Der westfränkische König Ludwig II. Schlägt sie bei Saucourt in der Picardie, ein Sieg über die Heidine Mann, der im althochdeutschen Ludwigslied Lobpreisung findet, aber nicht entscheidend ist. Trotz des bitteren Weines, den Ludwig nach dem Liede seinen Feinden einschenkt, gehen die Normannen aus dem Westreiche nicht mehr weg. Sie setzen sich bei Elsloh an der mittleren Maas fest und suchen den Kern des karolingischen Reiches, Aachen, Köln, Xanten und Lüttich mit ihren Plünderungen heim. Im Jahre 882 fällt auch das geschütztere Trier in ihre Hand. Mit Heeresmacht naht nun der Herrscher des gesamten Ostreiches, Karl der Dicke. Ludwig der Jüngere ist 882 gestorben. Der letzte der Söhne Ludwigs des Deutschen hat eben die Kaiserkrone in Rom erlangt und kommt aus Italien. Aber statt nun den Feind in seinem festen Elsloh bis zur völligen Vernichtung, mit der allein dem Ostfränkischen Reich gedient wäre, zu bekämpfen, lässt er sich durch seinen Kanzler Luitwart von Vercelli, einen Geistlichen, dazu bewegen,
mit den Räubern einen Vertrag abzuschließen, wonach sie künftig das Ostreich mit ihren Angriffen verschonen. Dafür aber erhält der eine der Normannenhäuptlinge eine Tributzahlung bewilligt, der andere gegen Übertritt zum Christentum einen Teil Frieslands zum Lehen. Die Normannen tauchen nun umso fürchterlicher im Westreich auf. 885 erscheinen sie über 30.000 Mann stark vor Paris, das sich unter der Führung des tapferen Grafen Odo, eines Deutschen seiner Herkunft nach, mutig gegen die drohende Vernichtung verteidigt. Die Normannen haben in den eroberten Städten nie viel Federlesens gemacht. Im 15. Monat der Belagerung naht der Entsatz. Die westfränkischen Großen haben, da ihr König Ludwig III. Bald nach Saucourt gestorben ist, Karl den Dicken zum König gewählt, der nun ein unfähiger Erbe nochmals das Reich des großen Karl unter seiner Herrschaft vereinigt. Statt mit seinem gewaltigen Heere die entscheidende Schlacht zu schlagen, schließt der Kaiser neuerdings wie im Jahre 882 einen Vertrag mit den Feinden, indem er den Frieden mit 7.000 Pfund Silber erkauft. Als Pfand liefert er ihnen Burgund als Winterquartier aus, wo die Normannen alsbald auf ihre Art hausen. Aber nach diesem Schmachfrieden erfüllt sich bald das Schicksal des dicken Karl. Die Krankheit seiner Brüder ereilt auch ihn und lähmt jede Tätigkeit. Sein Kanzler Luitwart fällt auf dem Reichstag zu Waiblingen dem Zorne der Großen zum Opfer unter Beschuldigungen, die an die Mannesehre des Kaisers rühren. 887. Arnulfs des Kärntners Stunde ist gekommen. Die deutschen Stämme sagen sich von Karl los. Auf einem Reichstag in Tribur wird er abgesetzt. Da auch der westfränkische Adel nichts mehr von ihm wissen will, zieht sich der Gestürzte nach Neudingen auf der Bar zurück, wo er sehr bald, im Januar 888, stirbt. Arnulf wird in Frankfurt zum König erhoben, aber nur im Ostreiche. Mit der Krone Karls stürzt auch die Einheit des Frankenreiches, um nicht wieder aufzuleben. Die beiden Reiche gehen fortan ihre eigenen Wege. Die Aufgabe des neuen Königs heißt Grenzschutz. Was er außerhalb davon in seiner Regierungszeit, die von 887 bis 899 dauert, getan, ist in höherem Sinne verloren gewesen. Er muss auch unehelicher Sohn, ungesalbt und ungekrönt, hart um seine Anerkennung ringen. Ein unehelicher Sohn Karls macht eine Zeit in Schwaben Schwierigkeiten. Die Geistlichkeit ist Arnulf aufsässig. Die Sachsen machen böse Mienen, doch gelingt es ihm, sich zu behaupten, ja sogar zum Teil den Machtbereich seines Vorgängers zu bewahren, indem Odo von Paris, der nunmehrige König von Westfranken, ihn anerkennt, ebenso wie die Könige von Hoch- und Niederburgund wie Italien. Dem Hausen der Normannen sieht der König nicht zu wie Karl. Er paktiert mit den Räubern nicht. Als sie wieder im Ostreich einfallen, rückt er ihnen mit einem schwäbisch-fränkischen Heer entgegen und stellt sie bei Löwen an der Düle, 891. Die Normannen gehen hinter die starke Schanze zurück. Arnulf lässt seine Reiter absitzen und stürmt an ihrer Spitze das Bollwerk der Feinde, mit denen die deutschen Scharen nun auch ihrerseits kein Federlesen machen. Was nicht dem Schwert fällt, stürzt in den Fluss. Das unüberwindliche Normannenheer ist vernichtet. Noch einmal lässt sich ein Jahr darauf ein Feindgeschwader rheinaufwärts bis nach Bonn blicken, aber die große Gefahr ist vorbei. Die Wikinger wissen jetzt, dass bei den Deutschen harte Todesstreiche zu holen sind und bleiben diesem Gestade fern. Der Kärntner Arnulf ist so der Retter der deutschen Küstenlande geworden. Auch gegen die Mährer führt er sein tapferes Schwert. Zwei Feldzüge, 892 und 893, bleiben ohne Erfolg. Jedoch ein Jahr darauf stirbt der alte Svartopluk und seine Söhne können die Macht des Vaters nicht aufrechterhalten. Die Böhmen und Sorben fallen vom Reich ab und die Mährer müssen die deutsche Oberherrschaft anerkennen. So scheint Arnulf gegen Ende seiner Regierung die Grenzverhältnisse im Osten endgültig in Ordnung bringen zu können,
als auf einmal riesengroß eine neue Gefahr auftaucht. Die finnisch-ugrischen Magyaren verlassen ihre Wohnsitze zwischen Prut und Sered und fallen in 8 Horden unter der Führung des Arpad im Jahre 895 oder 896 in der weiten Tiefebene des Theiß- und Donaulandes ein, diesem uralten Dorado berittener Banden. Ähnlich den Hunnen, wie diese furchtbar in dem Ungestüm ihres Reitersturmes, gefürchtet durch ihren Pfeilregen, sind sie gewohnt, durch die Schnelligkeit ihres Anpralls zu siegen. Unerschöpflich sind ihre Reitermassen, da sie ja, reine Nomaden, niemanden zur Bestellung von Äckern zurücklassen müssen. 200.000 Mann soll ihr Plünderungsheer stark gewesen sein. Eine Zeit im Solde des Ostfränkischen Reiches sind sie bald dessen gefährlichste Gegner. Das Großmährische Reich haben sie vernichtet. Mit tiefer Sorge mag Arnulf vom festen Regensburg aus nach der neuen Gefahr geschaut haben, die von dem weiten Tiefland des Bayern nach Osten hin aufriegelt, seinem Reiche drohte. Zweimal geht bei all diesen Sorgen Arnulf nach Italien. Hier sieht es arg aus. Gegen die Sarazenengefahr hat sich der Herzog Wido von Spoleto dem Papste nützlich gemacht, da Karl der Dicke auch hier versagte. Der Beschützer wird aber bald lästig und der Papst ruft den Markgrafen Berengar von Friaul zu Hilfe. Wido jedoch bleibt siegreich, macht sich zum König von Italien und zwingt den Papst, ihn 892 zum Kaiser zu krönen, kurz darauf auch seinen Sohn Lambert. Der Papst will den spoletanischen Zwingherrn weghaben. Hinter Berengar, der rachedürstend Arnulf nach Italien ruft, ist gewiss wohlwollend die Kurie gestanden. Der ostfränkische König sendet erst seinen unehelichen Sohn Zwentibold nach Italien, 894 kommt er selbst. Er erobert Mailand und Pavia, aber sein Heer weigert sich, weiter nach dem Süden vorzustoßen. So muss er umkehren. Jedoch bald erscheint er wieder, nachdem er sich eben auf dem Reichstage von Trimur 895 für die Nachfolge seines jungen Sohnes Ludwig die Hilfe der fränkischen Kirche verschafft hat. Nun will er sich die Kaiserkrone holen, um seinem Söhnchen leichter die fränkische zu verschaffen. Aber er muss den Papst erst aus der Hand seines spoletanischen Drängers heraushauen, ehe jener ihn 896 krönen kann. Auf dem Zuge nach Spoleto ereilt den Kaiser die Erbkrankheit seines Hauses, die auch den Vater einst auf italienischem Siegeszuge wehrlos gemacht hat. Mit soldatischer Schärfe die Lage erfassend, kehrt er vom Tode gezeichnete Mann nach Deutschland zurück. Als Stellvertreter lässt er Zwentibold in Italien, der sich aber gegen Lambert nicht behaupten kann, so dass das unglückselige Land fortan dem Kampf zwischen dem Spoletaner und dem von Friaul gehört. Arnulf aber wird, hilflos in Regensburg sitzend, 899 vom Tod ereilt. Unter seinem erst 6-jährigen Sohn Ludwig dem Kinde von 900 bis 911 beginnt das Reich sich aufzulösen. Der herrschsüchtige Erzbischof Hatto von Mainz führt für den Unmündigen die Regierung. Aber die Macht reicht nicht weit, obwohl es gelingt, Zwentibold abzuwehren, der die Krone an sich reißen möchte. Überall in den deutschen Ländern kommen jetzt heimische Geschlechter auf, die sich bald die herzogliche Gewalt errungen haben. Die deutschen Stammesherzogtümer entstehen. In dem mächtig erstarkten Sachsen sind es die Ludolfinger unter Otto dem Erlauchten. In Bayern ist es der mächtige Markgraf Luitpold, in Schwaben Graf Burchard, nach ihm Berthold und Echanger, in Franken streiten die Familien der Konradiner und Babenberger um die Macht. Inmitten dieses drängenden neuen Lebens, das sich brutal Bahn bricht, steht das schwache, fast schon versinkende Königtum des letzten Karolingers, der nie ein Mann werden soll. In Franken entspinnt sich ein harter Kampf zwischen den beiden feindlichen Häusern. Die unter Ludwig so mächtige Kirche greift im Bund mit der Regentschaft zugunsten der Konradiner ein und das ganze Haus der besiegten Babenberger ist 906 ausgetilgt worden.
Nun aber pocht auch die Magyaren-Gefahr an das schlecht verschlossene Tor des Reiches. Die wieder schnell einherflutenden Reiter dringen im Jahr 900, gleichsam erkundend, bis Traun vor. Kurz darauf zerbrechen sie das Großmährische Reich und im Jahr 906 reiten sie bis nach Sachsen. Ein Jahr darauf besiegen sie den bayerischen Heerbann, der sich zum Schutz der Ostmark bei Pressburg zum Kampfe gestellt hat. Markgraf Luitpold und die Blüte des bayerischen Adels fallen. Es ist eine der verhängnisvollsten Niederlagen unserer Geschichte. Das bajuwarische Siedlungsland in Ungarn wird seitdem, soweit es nicht der Vernichtung verfällt, in das bittere Los des Auslandsdeutschtums gestoßen. Nun bleiben die Magyaren die Geißel des deutschen Landes. 908 erobern sie Passau und verwüsten Schwaben, ein Jahr vorher haben sie neuerdings Sachsen heimgesucht. Der junge König Ludwig, der ihnen am Lech entgegentritt, erleidet 910 eine Niederlage. Er muss den Abzug der Mordbrenner durch einen Tribut erkaufen. Schon ein Jahr später stirbt der König, erst 18 Jahre alt, in Forchheim, und das so lang schon sichere Haus der Karolinger ist mit ihm erloschen. Die Großen des Reiches treten zu einer Königswahl zusammen. Schon die Ungarn-Gefahr zwingt sie, ein neues Oberhaupt zu wählen. Der greise Otto, der Erlauchte von Sachsen, lehnt ab. Nun fällt die Wahl, die in Forchheim erfolgt, auf den Franken Konrad, 911 bis 918. Gestützt durch verwandtschaftliche Beziehungen zu den Stammesherzögen hat er Aussicht, sich durchsetzen zu können. Bald aber versucht er unter dem Einfluss der Kirche zur Stärkung der Zentralgewalt die groß gewordenen Herzogtümer zu zerschlagen, was ihn in endlose Kämpfe verwickelt. Er weigert sich, Heinrich von Sachsen, der 912 auf seinen Vater Otto den Erlauchten folgt, in seinen thüringischen Lehen anzuerkennen. Aber die Sachsen bleiben siegreich, als es zum Schlagen kommt. In Bayern behauptet sich Arnulf der Böse, der Sohn des gefallenen Luitpold. In Schwaben wieder bedringen Berthold und Erchanger den Bischof Salomon von Konstanz und Erchanger nimmt den Titel eines Herzogs an. Eine Reichssynode lädt die beiden vor und der König lässt die törichterweise Erschienenen zum Tode verurteilen und hinrichten. Trotzdem aber kann er Schwaben nicht behaupten, da sich hier als neuer Herzog Burchard durchzusetzen vermag. So ist Sachsen gegen ihn, Bayern und Schwaben aufsässig, Lothringen aber an Frankreich verloren gegangen. Und die Ungarn plündern Jahr für Jahr das deutsche Land. Das Beste, das dieser König getan hat, tut er im Sterben. Im Jahre 918, schwer erkrankt, sendet er die Zeichen der Herrschaft, Lanze, Königsmantel, Schwert und Krone, durch seinen Bruder Eberhard an Herzog Heinrich von Sachsen, der im Leben sein erbittertster Gegner gewesen ist. Durch diesen Entschluss vollzieht sich die entscheidende Wendung von dem hinsiechenden, erschöpften Ostfränkischen Reich zum deutschen Reiche der Ludolfinger. Das karolingische Universalreich versinkt.